Michael Hirsch bezeichnet sich als Feministen und auch als Neomarxisten und hat einen wirklich einen weiterdenkenden Begriff von radikaler Demokratie und Wirtschaftsdemokratie und wirft einen Blick auf europäische Perspektiven, die genau in dem Sinne von weiterführenden Perspektiven auch wahrscheinlich streifen, die Frage nach den bedingungslosen Wiederkommen für uns hier auffächert. Und Armin Nassee begreift sich ja als Liberalen, aber ausdrücklich nicht als Neoliberalen und hat hoffentlich die Fähigkeit oder das Vermögen, die wirklich guten Ideen des Liberalismus auch bei einem Attackpublikum zu verteidigen, aber kommt natürlich mit uns dann auch gerne in einen Streit oder in ein Zwiegespräch. Michael Hirsch ist Politikwissenschaftler und Philosoph, er ist Privatdozent an der Universität Siegen. Und er ist aber vor allen Dingen auch Publizist. Hören kann man ihn unter anderem auch immer wieder bei der Volkshochschule. Das ist eine wirkliche Bereicherung im ganzen Konzept vom Gasteig. Er hat mehrere Bücher auch geschrieben, also was sein sehr persönliches ist, warum wir eine andere Gesellschaft brauchen, eine Art kleines Manifest, was ein bisschen auch das widerspiegelt, was er heute wahrscheinlich sagt. Und seine Doktorarbeit, die zwei Seiten der Entpolitisierung, hat er nur so zum Reinschauen mitgebracht. Man könnte das allerdings über einen E-Mail-Kontakt auch mit ihm bekommen. Und dann seine Habilitationsschrift, die Überwindung der Arbeitsgesellschaft, eine politische Philosophie der Arbeit, eine sehr grundlegende Arbeit, die allerdings, wie solche Veröffentlichungen immer, teuer sind, 35 Euro. Die Auflage zu finden. Ja, da hoffen wir halt, dass es dann irgendwann ein Taschenbuch wird. Ja. Letztes Mal hat er zum Beispiel so einen Satz gesagt, früher hat man zu Leuten von uns gesagt, geht doch rüber, und jetzt sagt man, woanders ist es schlimmer. Das ist sehr originell und hat sehr eindrücklich die Situation von zunehmendem Arbeitsdruck beschrieben, den wir natürlich auch entgegensetzen müssen, dass wir wieder anspruchsvoller werden in unserem politischen Wollen, und dazu hast du jetzt das Wort. Es ist sehr schade, dass die beiden Referenten des gestrigen Tages nicht mehr da sind. Ich bin allerdings froh über den Inhalt der Vorträge, aber ich bedauere es sehr, dass wir nicht mehr zusammen diskutieren können. Ja, aber Alexis Pastorakis ist aktiver Vater eines dreijährigen Kindes und lässt sich herzlich entschuldigen. Naja, aktiver Vater bin ich auch. Der ist zwar ein bisschen größer, aber das ist eine andere Diskussion. Also die Frage, wer wann wie lange sich Zeit nimmt, das ist ein weites Feld. Ich wollte es nur deswegen sagen, das war für mich gut, die beiden Vorträge zu hören, weil deswegen kann man auf bestimmte Dinge muss man nicht eingehen. Ich werde auch nicht auf die Flüchtlingsfrage eingehen, weil die nachher das Thema ist. Das heißt, es wird nicht um den Euro gehen, nicht um die Flüchtlingsfrage, auch nicht so sehr um diese institutionellen Sachen. Das haben wir sehr schön in den beiden Vorträgen eigentlich gestern gehört. Was ich hier machen möchte, ist eigentlich eher sind eher grundsätzliche Überlegungen, was es möglicherweise für ein gegenhegemoniales Projekt geben könnte. Insofern ist meine Überlegung hier, bezieht sich eben auf die Frage, was für ein anderes Projekt könnte man diesem Projekt entgegenstellen. Das heißt, es hat eigentlich zwei Komponenten, nämlich die Frage, was ist es für ein Projekt gewesen? Da würde ich sagen, sind die institutionellen Aspekte, die wir gestern sehr stark gehört haben, von Bedeutung. Da ist aber natürlich auch die Frage von Bedeutung, was ist es für ein gesellschaftspolitisches Programm, was man gemeinhin so als Neoliberalismus bezeichnet. Das heißt, meine Überlegungen sind eigentlich insofern zum Teil historisch, also zeitgeschichtlich in der jüngeren Gegenwart, wie konnte es dazu kommen, und auf der einen anderen Seite natürlich utopisch in Bezug auf die Zukunft. Insofern ist meine eigentliche Ambition eben diejenige, dass ich behaupten würde, unsere eigentliche Lücke oder eine der Lücken, sagen wir mal, außerhalb äußerer Organisationsformen, an denen es hapert, ist vermutlich, dass es gar kein gegenhegemoniales, einigermaßen diskussionswürdiges Programm gibt. Das heißt, dass es nur punktuellen Widerstand oder Protestbewegung auf der anderen Seite gibt. Insofern würde ich, das ist natürlich eine typische intellektuelle Problematik, behaupten, es gibt ein Problem im Denken, also ein Problem überhaupt, sich intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, was könnte man denn stattdessen wollen. Das ist insofern mein eigentliches Plädoyer. Und das unterteilt sich jetzt eigentlich in zwei Teile. Der erste Teil und auch Teile des zweiten Teils sind eigentlich inspiriert
sehr stark, oder zumindest in Elementen von diesem Buch, was auch da hinten liegt, von Karl-Heinz Roth, Die Katastrophe verhindern, Manifest für ein egalitäres Europa. Es ist auf 120 Seiten eine ausgezeichnete Kurzdarstellung, wie ich finde, der Geschichte, wie wir bis heute hierher gekommen sind, was die ganzen institutionellen Verwicklungen, das Programm der EU betrifft. Und da ist in Umrissen so eine Art Minimalaktionsprogramm drin, dem ich mich in Teilen auch anschließe. Das ist dann, betrifft den zweiten Teil nachher. Also in dem ersten Teil werde ich jetzt eigentlich meine Fragestellung so ein bisschen versuchen zu verdeutlichen. Die Leitfrage ist ja diejenige, was könnte es für ein fortschrittliches Entwicklungsprojekt für Europa geben? Und die Alternative, die sich stellt, meines Erachtens, ist eigentlich die Alternative, die auf eine sehr klassische Alternative zurückführt, die es im Denken und in der Verfassungsgeschichte von Staaten wie der Bundesrepublik oder auch anderen europäischen Rechtsstaaten immer gegeben hat, also die seit es moderne Verfassungen immer gegeben hat. Nämlich ist es ein Programm der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit und Entdemokratisierung. Das könnte man sagen, ist die Erfolgsgeschichte der letzten 30 Jahre, also dieser restaurativen Epoche, in der wir jetzt seit 30 Jahren etwa leben. Man kann sich über Datierungen streiten, wann hat es angefangen. Oder verfolgen wir ein Gesellschaftsprojekt der sozialen und wirtschaftlichen Gleichheit, also Umverteilung von Beteiligungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechten und ein Programm der Demokratisierung der Gesellschaft. Die Hintergrundüberlegung ist, das ist quasi die zentrale demokratietheoretische Hypothese von mir, dass die Inhalte von politischen Programmen sind im Prinzip passgenau zu den Formen des Regierens. Das heißt, jede Epoche, jedes gesellschaftspolitische Projekt hat seine eigenen Techniken des Regierens. Dazu haben wir gestern einiges gehört, wie man im Prinzip über Verträge wie den Maastricht-Vertrag oder ESM oder alles Mögliche eigentlich parakonstitutionelle Ausnahmezustände in der Regierungstechnik herbeigeführt, also nicht erst, dass Griechenland jetzt unter Kolonialverwaltung steht, sondern auch in sehr vielen anderen Punkten mehr. Das heißt, und das ist eben nicht ein Zufall, sondern es gehört im Prinzip inhärent zu einem bestimmten gesellschaftspolitischen Programm, gehören Entdemokratisierung und Brüche in der Rechtsstaatlichkeit von modernen Verfassungsstaaten, egal ob sie nationalstaatlich oder europäisch organisiert sind, dazu. Also das ist die eigentliche Hypothese, die müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, alles, was man inhaltlich fordert, hat etwas damit zu tun, welchen Verfassungstyp, ja, also welche Form des demokratischen Regierens möchten wir eigentlich. In dem Zusammenhang jetzt nur eine Bemerkung, weil das natürlich immer das Grundsatzthema bei progressiven Diskussionen ist. Ich halte in diesem Zusammenhang die Differenz zwischen reformistischen und Revolutionären nicht für die interessanteste Differenz, weil ich da keinen Schnitt oder keine absolute Grenze sehen würde, sondern eher Übergänge. Ja? Also das wäre meine Arbeitshypothese. Und damit stelle ich mich im Prinzip in die Tradition einer linken Lektüre des Grundgesetzes, im Prinzip in der Tradition von Wolfgang Abendroth und des Programms des sozialen Rechtsstaats. Der Witz an diesem Programm ist eben zu behaupten, es geht in einem solchen System nicht nur um die Demokratisierung des Staates, sondern auch um die Demokratisierung der Gesellschaft. Das heißt, das ist die eigentliche Grundsatzfrage aller modernen Verfassungsstaaten. Reicht es uns, liberale Rechtsstaatsprinzipien und Menschenrechte zu verwirklichen oder im Staat, also in sozusagen was Rechtsgleichheit vor dem Gesetz, vor dem Staat, was bestimmte rechtsstaatliche Prozeduren betrifft? Oder wollen wir eben auch in sämtliche anderen Lebensbereiche demokratisierend einwirken, das heißt im Bereich der Wirtschaft, in den Bereich der familiären Macht- oder Hierarchiebeziehungen, in den Bereich der Kultur und so weiter und so weiter. Das scheint mir die eigentliche Frage zu sein und das ist eben die programmatische Differenz zwischen einer liberalen Rechtsstaatskonzeption und einer linken Rechtsstaatskonzeption. Und an dieser Alternative drückt sich im Prinzip die gesamte Staatsrechtswissenschaft, die gesamte Politikwissenschaft, die gesamte Soziologie seit Jahrzehnten vorbei. Sich das einzugestehen, es sind zwei völlig unterschiedliche Gesellschaftsprogramme und zwei vollkommen unterschiedliche Sozialphilosophien. Ja, mit einer ganzen Kette von Folgerungen. Und die Tatsache, dass wir von Entpolitisierung oder Entdemokratisierung oder Postdemokratie reden, ist nur ein Symptom dafür, dass der Streit zwischen links und rechts da einfach nicht mehr geführt wird. Das heißt, ich plädiere dafür für eine Vereinfachung des Diskurses, dass wir das so benennen, wie es gehört. Das eine ist ein linkes Gesellschaftsprogramm, das andere ist ein rechtes Gesellschaftsprogramm. So einfach würde ich es im Prinzip sagen. Und unsere Begriffsverwirrung heute besteht darin, dass 30 Jahre lang
die relevanten Akteure in Medien, Universitäten und so weiter die Dinge einfach nicht mehr beim Namen genannt haben. Und deswegen laufen heute Leute durch die Gegend und behaupten, es gäbe keine Unterschiede mehr. Also, das heißt, Plädoyer, es gibt unterschiedliche Sozialphilosophien und Gesellschaftsvisionen hinter jeder einzelnen politischen Programmatik und es gibt unterschiedliche formale Demokratievorstellungen hinter jeder gesellschaftspolitischen Programmatik. Und das ist ein und dasselbe. Das gehört immer genau zusammen. Das heißt, die Frage, wie kommen Entscheidungen zustande und wie sehen die inhaltlichen Qualitäten von Entscheidungen aus? Das ist im Grunde genommen der wichtige Ausgangspunkt. Der inhaltliche Ausgangspunkt der Gegenwart ist, das ist, glaube ich, ganz gut in dem Buch von Karl-Heinz Roth beschrieben, ich übernehme jetzt seine Terminologie. Diese Krise, wo Europa jetzt am Abgrund steht, ist im Prinzip die Krise von Deutschland als, wie er das nennt, neomerkantilistische Führungsmacht. Ja. Das heißt, wir haben ein politökonomisches System und die These von Karl-Heinz Roth in seinem Manifest besteht eben genau darin zu sagen, der Euro ist bereits das Produkt eines Problems, was schon dasselbe war wie heute am Ende dieser Geschichte, nämlich dass es eben diese extrem krassen wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte zwischen den verschiedenen europäischen Staaten gegeben hat, extrem starke Leistungsbilanzüberschüsse von Deutschland, Verschuldung der anderen Staaten, das heißt, der Euro war schon eine Art Notlösungstechnik, die gemeinsame Währung, um dieses Problem zu lösen, wie wir heute wissen und wie selbst, wie wir bei Peter Wahl gehört haben, selbst Leute wie Schäuble eingestehen, war es nicht die richtige Lösung. Zumindest in dieser Art und Weise nicht. Das heißt, das ist das eigentliche Problem. Das heißt, das deutsche Projekt hat sich im Prinzip in diesem europäischen Mantel durchgesetzt. Und das Projekt kann man natürlich ganz einfach als die Senkung der Lohnstückkosten, wie wir gestern auch gehört haben, bezeichnen. Das heißt, eine exportorientierte Ökonomie versucht, die Lohnstückkosten zu drücken, erstens auf Kosten bestimmter Fraktionen der eigenen Bevölkerung, zweitens auf Kosten des Restes der Welt, beziehungsweise in dem Fall jetzt der europäischen Peripherie. Und man kann sagen, dass dieses Projekt, falls es ein solches gewesen ist, das ist natürlich noch eine Frage, da kann man lange spekulieren, wer hat aktiv dieses Projekt verfolgt, ist das eine bewusste Intention gewesen oder hat sich das sozusagen zufällig ergeben? Aber dann ist natürlich der springende Punkt, dieses Projekt hat super funktioniert. Man sieht natürlich eben, dass es eben dann irgendwann so starke Ungleichgewichte produziert, dass das ganze System in die Luft fliegt. Aber das heißt, man muss das so radikal begreifen, das ist das Projekt neomerkantilistische Führungsmacht mit Arrondierungen nach Osten, mit Arrondierungen nach Süden und mit einer letztlich vernichtungsähnlichen Wirtschaftspolitik gegenüber den Ländern an der Peripherie. Das betrifft dann natürlich auch die Verhältnisse zum Rest der Welt, zum globalen Süden, aber bleiben wir jetzt erstmal bei Europa. Zu diesem Projekt gehört, wie wir gestern auch von Wahl und Passadakis gehört haben, gehören eigentlich technokratische Notstandsregierungen. Ja, das heißt, inhaltlich letztlich nicht formal korrekt konsentierte Politikstile, Politikinhalte werden formal irgendwann in diktaturähnliche Notstandsregime übergehen. Das heißt, alles, was wir heute haben, sind eigentlich Regierungsformen, die 1930 in Deutschland angefangen haben, nach § 48 der Weimarer Reichsverfassung, wird das Mitspracherecht des Parlaments ausgehebelt und man geht in eine technokratisch-faschistische Regierungsform über. Egal, ob man das will oder nicht, einfach in dem Moment, wo die Möglichkeit dazu da ist, wird sie eben auch benutzt. Und man kann sagen, die jüngere Institutionengeschichte der EU ist im Prinzip der Übergang genau in diese technokratische Herrschaftsform. Und man sollte endlich aufhören, das als einen Unfall zu begreifen oder als etwas, was so leider aus Versehen passiert ist, sondern das gehört einfach zu dieser ganzen Geschichte dazu. Und man muss sich natürlich auch klar machen, was da natürlich alles an 1930 und Folgende so dranhängt. Das heißt, man sollte bitte aufhören, sich darüber zu wundern, dass das zu Rechtspopulismus führt. Und bitte aufhören, sich darüber zu wundern, dass es zu Xenophobie führt oder zu all diesen anderen Dingen, die nur heute so wortreich überall beklagt werden in Europa. Das gehört einfach dazu zu der Geschichte, dass also bestimmte Teile der Bevölkerung, die sich nicht mehr durch das politische System repräsentiert fühlen, in irgendeiner Weise anders in dieses System integriert werden durch bestimmte politische Kräfte. So,
Und das scheint mir die Ausgangskonstellation zu sein, die dazu führt, dass die progressive Seite, sei es die wirklich progressive oder die nominell progressive Seite des politischen Spektrums seit Jahrzehnten, eigentlich nur noch sich in einem zermürbenden Abwehrkampf befindet, in dem erstens gewerkschaftliche und zweitens politisch repräsentative Minimalerrungenschaften des modernen Verfassungsstaats verteidigt werden. Ja? Das heißt, wo es schon ein sensationeller Erfolg ist, sowas wie im Tarifwesen irgendwelche Verträge durchzusetzen, dass die Verträge auch eingehalten werden, wo man darüber kämpft, dass nicht die Kernbelegschaften noch weiter erodieren zugunsten von Prekären, wo man darum kämpft, dass überhaupt die formalen Bestandteile einer repräsentativen Demokratie im Staat überhaupt noch minimal Geltung haben. Dazu gehört natürlich, und das ist natürlich auch klar, wenn wir das Modell 1930 fortfolgende nehmen, dazu gehört natürlich auch die deutsche Regierungstechnik einer großen Koalition, die ja strukturell Opposition aushebelt. Ja? Also alles dies sind Dinge, die wir als systematisches Problem, also nicht nur etwas, was bedauerlicherweise in den letzten Jahren passiert ist, zu begreifen, sondern das gehört zu einer solchen ganzen Regierungsform dazu. Also das ist ganz wichtig, das heißt, die Kräfte werden im Rahmen dieser Konstellation, die Kräfte des halbwegs progressiven Lagers, der halbwegs progressiven Seite der Gesellschaft, sind völlig absorbiert, das Schlimmste zu verhindern. Ja, den totalen Übergang in Entrechtung und in Prekarisierung und in kryptofaschistische Regierungsformen zu verhindern, das heißt Widerstand zu leisten dagegen, dass es noch schlimmer wird. Ja? Und man kann sagen, das war sehr erfolgreich, das heißt, wir leben ja noch nicht, zumindest in Deutschland noch nicht, in so ganz wüsten Zuständen, das heißt, es ist ja nicht wie in Polen oder in Russland oder so, sondern man hat noch zivilisatorische Standards, aber das ist eben unser Problem, die Kräfte werden aufgezehrt durch dieses Projekt und das ist natürlich auf Dauer ein Kampf, den man wahrscheinlich nicht gewinnen kann, also immer nur in der Defensive zu kämpfen. Und deswegen denke ich, sollte man das ganze Ding natürlich viel größer aufziehen und uns fragen, ja, welches andere Projekt ist in diesem Zusammenhang das Richtige. Dazu gehört auch die Frage, an der man sich, die vielleicht unappetitlich ist, aber dass man vielleicht auch vielleicht nebenher immer noch überlegt, was für mögliche progressive Regierungsbündnisse es denn möglicherweise geben könnte, anstatt diese Frage sofort als entsetzlich kompromisslerisch zu brandmarken. Ja? Denn, das ist dann das eigentliche Argument, man muss sich überlegen, wer waren denn in Deutschland, wenn wir uns auf das deutsche Beispiel beschränken, wer waren die zentralen Akteure, die die gegenwärtigen Reformen, insbesondere Agenda 2010, in Deutschland durchgesetzt haben? Es waren eben nicht rechtsgerichtete liberale Kräfte, sondern es waren nominell linke Kräfte. Und was haben die getan? Die beiden wichtigsten sozialen Bewegungen wurden durch die Regierungsmehrheit ab 2000 paralysiert, die Gewerkschaftsbewegung durch die SPD und die neuen sozialen Bewegungen durch die Grünen. Das heißt, darin muss man eben eine systematische Form erkennen. Alle diese Reformen wären niemals von einer konservativ-liberalen Regierung durchgesetzt worden. Never. Es hätte einen Generalstreik in Deutschland gegeben vom Feinsten. Es hätte eine unglaubliche Mobilisierung von Widerstand gegeben. Alle diese Reformen waren ausschließlich im Modus eines solchen Regierungsbündnisses möglich. Mittlerweile haben natürlich die beiden Parteien die gerechte Strafe bekommen, also verschwinden in einer Form von Marginalisierung, aber das ändert nichts daran, dass es genauso gekommen ist. Und das, glaube ich, ist eine wichtige, einer der wichtigsten Ausgangspunkte für unsere Überlegungen, dass wir uns das sagen und dass wir uns klar machen, dabei darf es nicht bleiben, dass man quasi die Sozialdemokratie und die Grünen verloren gibt. Ja, also das heißt, genauso wie es die waren, die diese ganzen Dinge beschlossen haben, können es streng genommen auch nur die sein, die die Dinge wieder ändern. Das heißt, in irgendeiner Weise oder müssen zumindest beteiligt werden an jedem möglichen progressiven zukünftigen Bündnis. Also das ist eine meiner Hypothesen, das ist quasi die eben nicht linksradikale Hypothese, sondern die reformistisch-kompromisslerische, jetzt demonstrativ ausgedrückt, Variante, die ich vorschlage. Weil, dahinter steckt meine Hypothese, wenn wir die jüngere Geschichte der EU und Deutschland sehen, dann sehen wir eben alle diese Reformen im Finanz-, im sozialpolitischen, im arbeitsrechtlichen Sektor, sind ja eben nicht
quasi direkt von den, egal wie ihr sie nennt, den Kapitalherren oder wem auch immer, von Kapital oder den Unternehmern direkt diktiert worden, im Sinne von, dass das quasi organisch von selbst passiert, sondern sie sind alle von Regierungsapparaten, sie sind alle von staatlichen Hegemonieapparaten vollzogen worden, es wurden Mehrheiten besorgt und so weiter. Das heißt, illusionär zu glauben, dass der Staatsapparat bedeutungslos sei für das Durchsetzen und den Vollzug von gesellschaftspolitischen Agenden. Also es scheint mir ein sehr, sehr wichtiger Aspekt zu sein, dass ich die Bedeutung des Staates extrem hoch veranschlage und dass man eben diesen Bereich der repräsentativen Politik eben nicht, wie es in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, der Gegenseite überlassen sollte. Ja, das halte ich für einen der entscheidenden taktischen oder auch strategischen Fehler. Das bringt mich zu dem nächsten Punkt in meinen Vorbemerkungen. Das heißt, diese Konstellation hat de facto natürlich, die ich jetzt hier kurz nacherzählt habe, hat de facto zu einer Spaltung im Prinzip des halbwegs progressiven Lagers in einerseits Regierungslinke oder im Prinzip Steigbügelhalter oder wie auch immer man sie bezeichnen will, auf der einen, und eine große, in sich sehr heterogene Masse von kritischen Aktivisten und Aktivistinnen auf der anderen Seite geführt, die miteinander eigentlich immer weniger zu tun haben. Das halte ich für eines der großen Probleme. Und das dahinterstehende Problem, wenn wir über eine zukünftige Agenda für ein fortschrittliches Regierungsprogramm auf deutscher oder europäischer Ebene sprechen, dann ist meines Erachtens die eigentliche Schwierigkeit, dass wir uns heute in einer Situation befinden, wo sich die Linke, und das ist jetzt sehr stark ein Aspekt, den man, das ist so ein bisschen meine Arbeit auch in der politischen Theorie als Wissenschaftler, wo man sehen kann, in der politischen Theorie, in der avancierten Debatte verlegt sich eigentlich das progressive Denken auf etwas, was man als Skandalisierung von Unrecht bezeichnen könnte. Ja? Und was vollkommen fehlt in dieser Theoriebildung, oder fast nahezu vollständig fehlt, ist gewissermaßen die klassische linksaufklärerische oder neomarxistische Linie des Denkens in Kategorien des Setzens von neuem Recht. Ja, das heißt, wir haben extrem elaborierte Theoriemodelle, extrem elaborierte soziale Dynamiken in der Gesellschaft, Protest- und Widerstandsformen, die Unrecht skandalisieren können. Da sind wir extrem fit im Aufspüren von solchen gesellschaftlichen Phänomenen. Aber wir haben nahezu einen Totalausfall, und das betrifft alle intellektuellen und politischen Bewegungen, wenn es eigentlich darum geht, um den nächsten Schritt, um den entscheidenden Schritt, was fordert man denn stattdessen? Ja, also anstatt nur punktuell hier eine Verletzung von Arbeitsschutznormen, da eine Untergrabung von rechtsstaatlichen Standards zu konstatieren, im Kontext zum Beispiel von TTIP oder anderen Debatten, stattdessen, also dieser Teil, was für andere Gesetze, was für ein anderes Gesetzgebungs- und Gesellschaftsprogramm sollte man denn stattdessen fordern, der ist eigentlich in der gesamten intellektuellen Debatte, in den Medien wie an den Universitäten, ist ein Loch gewissermaßen. Ja, ist eine das heißt, die Medien haben sich und auch die Universitäten eigentlich in ihren etwas progressiveren Teilen darauf spezialisiert, die Empörungsbereitschaft des aufgeklärten Bürgertums zu bedienen, also die Skandalisierung von schlechten Zuständen und da eine gewisse Erbaulichkeit mittlerweile zu erzeugen. Das heißt, ein gewisses Aufklärungsbewusstsein natürlich, aber eigentlich schon fast, wenn ich es jetzt pervers zuspitzen würde, würde ich sagen, in einem perversen Modus des Genießens. Also wie schlecht alles ist und wie alles den Bach runtergeht und dass wir alle so schlau sind, das zu begreifen. Also das ist jetzt natürlich in grober Überspitzung, aber ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich das hat etwas zu tun mit der Frage, worin besteht, ich komme darauf am Ende, das wird mein Hauptplädoyer sein. Das heißt, ich würde sagen, an den kulturellen und politischen Hegemonieapparaten, bei der Politik sind sicher alle einig, dass es ein Problem gibt mit den Parteien und so weiter. Ja. Aber es gibt, glaube ich, zu wenig eine Debatte darüber, über den Totalausfall der Kulturberufe in der Gesellschaft. Ja. Also dass im Prinzip von den intellektuell, damit ja eigentlich gesellschaftlich Beauftragten, die dafür bezahlt werden, dass von denen eigentlich so wenig kommt. So, Bewegungen, wie ich sie hier vorschlage, die laufen eben natürlich darauf raus, auf den Imperativ groß zu denken, das heißt eben nicht sich zu scheuen. Und das ist eine Erfahrung,
die ich sehr oft mache in Diskussionen, auch im wissenschaftlichen Kontext, genauso im politischen Kontext. Es gab da kürzlich auch eine Glosse, glaube ich, sogar mal in der Süddeutschen Zeitung, dass der Begriff utopisch zum Beispiel eine Art Verunglimpfungsschimpfwort geworden ist, also irgendeine These, irgendein Gedanke und so weiter. Damit erledigt man einen Gedanken. Also der kann eine gewisse Achtbarkeit erzeugen. Also in etwas, was nicht heute sofort anschlussfähig ist mit den gegebenen Machtverhältnissen, in den gegebenen Regierungsmehrheiten und bei den gegebenen Kräfteverhältnissen, kann man sofort erledigen. Insofern man sagt, naja, also dafür kriegst du jetzt keine Mehrheit. Ja? Und damit, glaube ich, lähmen wir eigentlich die Macht des Denkens seit einigen Jahrzehnten, dass wir im Grunde genommen so auf diese Art und Weise operieren. Damit, das ist eben insbesondere für das progressive Lager der Fall. Insofern könnte man sagen, die Genealogie des jetzigen Zustands, also wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind, hat etwas damit zu tun, dass sich natürlich in allen gesellschaftlichen Bereichen die Denkmuster durchgesetzt haben, in allen politischen Apparaten diejenigen Leute durchgesetzt haben, die Lösungen für unmittelbar anstehende Probleme in den unmittelbaren, real existierenden Kräfteverhältnissen in der Tasche hatten. Ja, deswegen die Regierungstechnik der Expertokratie. Man kann sagen, es gibt keine einzige bedeutende Reform in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland, die nicht in irgendeiner Weise von der Bertelsmann-Stiftung kam. Ja, also egal, Agenda 2010, Hartz IV, die Hochschulreform, die Bildungsreform in der Schule. Keine einzige dieser Reformen kam aus einer breiten demokratischen Debatte und auch unter Intellektuellen. Alle kamen von, man könnte bösartig sagen, von gedungenen Ghostwritern und Thinktanks. Also von gesellschaftlichen bestimmten Interessengruppen in der Gesellschaft, die mit bestimmten Fraktionen der Herrschenden, um es jetzt denunziativ zu sagen, in Verbindung stehen. Das heißt, das scheint mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein, also dass wir uns überlegen, welche Art des Sprechens, des öffentlichen Sprechens und des Denkens hat sich in einer bestimmten Epoche, in der die wir erlebt haben und die jetzt gerade meines Erachtens, wo es vielleicht Anzeichen dafür gibt, dass sie zu Ende geht langsam, welche hat sich da durchgesetzt, das heißt auch, welches Personal ist da in Spitzenpositionen gekommen, welche Kompetenzen haben diese Leute, welche Kompetenzen haben sie nicht. Also insofern wäre das das Plädoyer, das ist eine Nebenbemerkung, Leute, gerade im Kulturapparat, in der Politik, Personalpolitik, alles ist Personalpolitik, wer bekommt die Stelle, welche Figuren werden an die Spitzen, das betrifft ja nicht nur Unternehmenspositionen und die Personalpolitik und Unternehmens, sondern das betrifft alle Ämter, den gesamten öffentlichen Dienst, in den Universitäten, in den Schulen. Was sind die Führungsfiguren, was sind die Eliten in der Gesellschaft? Das heißt, die analytische Hypothese, die ich aufstelle, heißt, wir haben einen Elitentausch gehabt in den letzten 20 Jahren, der eben das ganze Personal an den entscheidenden Schnittstellen der Gesellschaft ausgetauscht hat. Und bei diesem Personal ist es irgendwann egal gewesen, ob sie liberal-konservative oder linksliberale sind. Das spielt dann eben überhaupt keine Rolle mehr. Ja? Das heißt, man hat das Spektrum von vornherein so stark eingeengt, also das Spektrum dessen, worüber überhaupt gesprochen wird, dass darauf nur noch ein bestimmtes Personal mit einer bestimmten Sozialisation, mit bestimmten Arbeitsinhalten überhaupt in Frage kam. Das heißt, in den Ausschreibungstexten, in sämtlichen Parametern war eigentlich schon drin, dass wir zum Beispiel, sagen wir mal, die 20% am linken Rand des Diskussionsspektrums, wie im Übrigen auch die 20% am rechten Rand, das muss man ehrlicherweise immer hinzufügen, auch die wurden zum Beispiel aus den deutschen Universitäten gesäubert. Ja, also man kann sagen, das heißt, es drängt sich alles in der Mitte genauso. Insofern kann man sagen, es gibt große Koalitionen, was wir an der Regierungsspitze haben, haben wir in allen großen gesellschaftlichen Hegemonieapparaten, haben wir große Koalitionen, wo sich Linksliberale und Liberalkonservative zu einer Allianz gegen alles andere zusammengeschlossen haben. So, jetzt komme ich. Ich komme dann nachher auf diesen Aspekt, können wir ja in der Diskussion auch noch kommen. Was jetzt diese Elemente, sagen wir vorsichtig eben Elemente eines progressiven Programms für zukünftige neue, für soziale Kämpfe und Kämpfe um Regierungsprogramme, Kämpfe um europäische Programme betrifft, dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste aus deutscher Perspektive der Ausstieg aus dieser neomerkantilistischen
Grundidee, aus diesem Typ von Projekt, dass man sagt, diese Art wettbewerbsfähig sein zu wollen und diese Art die Lohnstückkosten senken zu wollen, ist dasjenige, womit wir aufräumen müssen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Grundsatzhypothese, mit der so etwas wie ein anderes europäisches Projekt eigentlich nur gestartet werden kann, indem man das klar macht. Ja? Also indem man klar macht, das war bisher die herrschende Formel, Stärkung der Deutschen, in Klammern Deutschen und Niederländischen, und also im Zentrum der Länder, deren Wettbewerbsfähigkeit. Und man hat halt lange Zeit nicht sehen wollen, dass damit die Wettbewerbsfähigkeit aller anderen extrem geschwächt wurde, bis kurz vor der Staatspleite und zu Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut. Das heißt, im Zentrum eines solchen Projekts müsste so etwas wie ein solidarischer Ausgleich von Leistungsbilanzen und Arbeitsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Völkern stehen. Das heißt, es ist nicht besonders geheimnisvoll, dass es für Deutschland mit extremen Einschnitten in die Produktionskapazitäten verbunden wäre. Das heißt, und in dem Zusammenhang ist es wichtig, nochmal, ich erinnere an meine Bemerkung von vorher, damit sind bestimmte Regierungs- und Diskussionstechniken einer Demokratie verbunden mit einem anderen Programm, aber eben auch nur damit wären so etwas wie ein kohärentes Programm verbunden, denn zum Beispiel nur die Idee einer Drosselung von Produktionskapazitäten ist natürlich auch nur annähernd kompatibel mit ökologischen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, anstatt wie heute völlig unverbunden, frontal eigentlich und unversöhnlich einander gegenüberzustehen. So, also diese Exportmaschine muss im Prinzip radikal abgerüstet werden, und das eines der Probleme im Kontext der Debatten meines Erachtens ist eben die Frage, was diese heute sehr stark konservative Klasse der industriellen Kernbelegschaften, also wie man die im Prinzip ins Boot bekommt. Da könnte man ja sagen, naja, vielleicht wäre ja der Abschied von dieser Politik der Senkung der Lohnstückkosten mit einer stärkeren Binnenmarktorientierung verbunden, vielleicht wären die ja sogar mit höheren Löhnen in irgendeiner Weise zu verbinden. Ja, aber das ist, sagen wir mal, natürlich Spekulation, aber wichtig ist natürlich, dass wir uns klar machen, das ist erstmal eine retardierende Kraft in der ganzen politischen Diskussion, sind diejenigen, die sich in der deutschen Gesellschaft subjektiv für noch relativ privilegiert halten, weil sie im Vergleich zu den prekarisierten Fraktionen der Arbeiterklasse, zu ihren Kollegen, die nur Werkverträge haben oder Leiharbeiter, sind eben noch vergleichsweise komfortable, eine soziale komfortable Lage und auch einen höheren Sozialstatus haben. Insofern ist natürlich klar, diese Politik muss irgendwie etwas mit einer Aufhebung dieser Spaltung, das heißt, die Generalhypothese von mir ist zu sagen, europäische Gleichheit oder eine solidarische Neuordnung setzt eine binnendeutsche Umverteilung, Politik radikaler sozialer Gleichheit voraus. Also man muss eigentlich, glaube ich, an der richtigen Stelle anfangen, bevor wir so großspurig über Europa reden, sollte man halt anfangen, hier zu Hause anfangen, mit den Ungleichheiten, die sich hier so eingestellt haben. Das heißt, die wirtschaftliche Umverteilung von oben nach unten wäre insofern natürlich der zentrale Aspekt eines solchen fortschrittlichen Programms. Und dann sieht man natürlich auch, dass sämtliche Vertragswerke der jüngeren Zeit, also alles, was auf der EU-Ebene vereinbart wurde, diente tatsächlich dieser neomerkantilistischen Politik der Senkung der Lohnstückkosten im Zentrum, bis hinein in die TTIP-Programmatik. Also alle Vertragswerke, die jetzt noch auf dem Tisch liegen, CETA, TTIP oder was auch immer, internationale Schiedsgerichte, alle die folgen ja derselben Blaupause, eine bestimmte Form von Wettbewerbsfähigkeit für bestimmt aufgestellte Volkswirtschaften zu entwickeln und es darauf zuzuschneiden und dafür, im Tausch dafür, zähneknirschend die Demokratie- und Rechtsstaatsverluste in Kauf zu nehmen. Ja, das ist ja der springende Punkt, das ist ja nicht erst mit TTIP so, sondern es war schon im Maastricht-Vertrag und bei allen anderen Vertragswerken eben der Fall. Ja, das heißt, immer schon, also wie gesagt, meine Generalhypothese, immer schon sind die Politikstile und Formen identisch passgenau zu den Inhalten gewesen. Das heißt, jede progressive Alternative muss natürlich genau das auch leisten. Alle Programmatiken müssen passgenau zu demokratischeren und rechtsstaatlicheren Regierungstechniken passen. Man kann dann offen lassen, deswegen
weil wir gestern darüber viel gesprochen haben, ist das mit dem Euro kompatibel? Ich würde subjekt intuitiv sagen, ohne dass ich mich darauf jetzt näher einlasse, und ich glaube nicht, dass es mit dem Euro so besonders kompatibel ist, ein solches Programm. Insofern würde ich sagen, dass ich an meine Überlegungen eher Ausstiegsszenarien anknüpfen lasse. Der zweite, insofern ist die erste Hypothese, eine nationale soziale Umverteilung ist eine Voraussetzung der europäischen und der planetarischen Umverteilung und nicht umgekehrt. Dazu gehört natürlich, und das ist jetzt nicht originell, dass man sagt, dazu gehört natürlich eine radikale Steuerreform, die im Prinzip Vermögen und Einkommen über Steuerpolitik versucht, wieder einigermaßen egalitär in der Gesellschaft zu gestalten, mit allem, was dazugehört. Da hinten steht die Turbinensteuer, da gehören Spitzensteuersätze geändert, da gehören Vermögenssteuern und vor allem eine Reform der Erbschaftssteuer natürlich dazu. Was, glaube ich, wir eben auch da immer bei diesen Debatten bedenken sollten, ist, dass wir uns klar machen, alle diese Inhalte haben auch symbolische Wirkung. Es hat eine enorme symbolische Wirkung, um zu sagen, leistungslose, unverdiente Einkommen werden viel höher besteuert, weil sie ungerechtfertigt sind. Ja? Das heißt, es hat eine unglaubliche kommunikative, symbolische Bedeutung der gesamten gesellschaftlichen Debatte. Es hat eine sehr hygienische Funktion und wir sollten alle diese Fragen im Lichte dieser Erkenntnisse eigentlich führen. Ja? Weil ein großer Teil der Politikstile und der Inhalte der vergangenen Jahrzehnte waren eben ja nicht nur repressive Politiken, die die soziale Lage von Menschen verschlechtert haben, sondern auch entwürdigende Politiken. Ja? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ist eigentlich der Aspekt, also Artikel 1 im Grundgesetz, die Würde des Menschen. Alles muss man überprüfen, inwiefern es damit kompatibel ist. Das heißt, alle Umverteilungspolitiken haben ganz stark diese kommunikativ-symbolische Bedeutung, klarzumachen, was gilt hier in dieser Gesellschaft als gerechtfertigt und was nicht. Genauso, das war ja die Essenz einer Sozialpolitik, die alle in schlecht bezahlte Jobs drängen soll, ist eben auch eine symbolische, es ist sozusagen eine These über den Wert des Menschen. Ja, eine andere Sozialpolitik hat eine andere Anthropologie. So, dann ist der dritte der zweite Aspekt ist die Reform der Arbeitsverhältnisse. Das ist schon eine frühe These meines von mir sehr verehrten Pierre Bourdieu, der gesagt hat, der dafür plädiert hat, eine europäische Allianz der Gewerkschaften zu schmieden im Kampf für die 30-Stunden-Woche. Ich halte es auch das für symbolisch, für eine extrem wichtige. Also erstens sehe ich darin einen potenziellen Einigungspunkt zwischen ansonsten heterogenen nationalen Gesellschaften und Volkswirtschaften. Und zweitens ist eben auch das auch symbolisch eine äußerst wichtige Hypothese, dass man sagt, im Sinne einer Politik der sozialen Umverteilung und der Lebensqualität, dass man für erheblich verlängerte Normalarbeitszeiten in der Gesellschaft kämpft. Dagegen. Habe ich gesagt Verlängerung? Ja, oh, Verzeihung. Die Verlängerung ist das aktuell. Genau. Genau. Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Aspekte. Also der erste wäre eben die Steuern, das zweite wären die Arbeitsverhältnisse. In diesem Zusammenhang wird es eine Mobilisierung wahrscheinlich geben müssen, die mit großen Streikbewegungen zusammenhängt. Das heißt, es wird man nicht nur irgendwie auf der grünen Wiese und auf dem Papier entwickeln können, sondern das hat was mit realer Aktion zu tun. Also mit der Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, kollektiv ihre Arbeit niederzulegen in verschiedenen Segmenten der Gesellschaft und mit der Bereitschaft, sich über Landesgrenzen hinweg mit anderen Beteiligten zusammenzuschließen. Wie gesagt, ich habe anfangs gesagt, man kann zu allen diesen Dingen natürlich sagen, utopisch, 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 weil die reale Entwicklung im Moment, aber das ist nicht die Aufgabe der politischen Diskussion und der Intellektuellen, dauernd sich festnageln zu lassen auf das, was im Moment geht, also dass man nicht um die nächste Ecke schaut. Also eine große Streikbewegung im Sinne einer Forderung für völlig andere Arbeitsbedingungen und vor allem extrem reduzierte Arbeitszeiten. Das ist natürlich der Kampf für einen neuen Sozialvertrag, also das heißt für eine neue Festlegung dessen, was in einer Gesellschaft normal ist, also was die Bürgerinnen und der Bürger erbringen muss, um als anerkanntes Mitglied der Gesellschaft gelten zu können. Da hängt natürlich auch die gesamte Rentenpolitik dran, weil das, was die Leute natürlich zur Mehrarbeit und zur Entsolidarisierung treibt, ist nun mal die Angst vor Altersarmut, ja, die geschlechtsspezifisch wieder sehr stark segmentiert ist. Das heißt, man muss eine andere Formel finden für so etwas wie soziale Absicherung und Anerkennung von Lebensleistungen. Und dazu gehört natürlich eine radikale
eine neue Vereinbarung dessen, was eine ausreichende Lebensleistung, was eine ausreichende Wochenarbeitszeit und so weiter. Also das halte ich auch auf der symbolischen Ebene im Sinne einer Erklärung, wie wenn man Menschenrechte erklärt, für gültig erklärt. Diese Hypothese halte ich im progressiven Kontext für eine der wichtigsten. Da hängt natürlich exakt dran, als Unteraspekt, beziehungsweise als genauso wichtiger Aspekt, die Geschlechterfrage. Die Geschlechterfrage ist nur im Kontext meines Erachtens einer solchen Option für radikal verringerte Arbeitszeiten progressiv als Kampfforderung sinnvoll. Ja? Also wenn sie nicht fordert, wir wollen dasselbe, was immer für die Jungs normal war, jetzt auch noch haben, sondern wir wollen Freiheit haben, aber unter völlig anderen Bedingungen. Unter Bedingungen, die für alle Männer und alle Frauen fairer wäre, eine andere Lebensqualität hatte und vor allem familienintern zu gerechteren Aufteilung von Lasten führt. Und das ist natürlich bei einer 40-Stunden-Woche schlechterdings illusorisch. Ja? Also insofern ist da die feministische Komponente meines Erachtens von extrem großer Bedeutung im Hintergrund. Die Pointe daran wäre natürlich zu sagen, der Primat der Lohnarbeit als Lebensmittelpunkt muss gebrochen werden. Das ist natürlich wahrscheinlich die quasi kapitalismus-theoretische oder kulturelle Pointe von solchen Überlegungen. Auch das wieder von symbolisch außerordentlicher Bedeutung, weil das Leben von allen wurde ja vor unseren Augen in den letzten Jahrzehnten genau umgepolt auf den Primat von Lohnarbeit. Als dem roten Faden, der durch das Leben aller geht, auch von denen, die ihn nicht haben. Ja, die haben dann sind sozusagen defiziente Menschen, B-Kategorien, C-Kategorien, aber eben auch von allen anderen, die es schaffen, denen sieht man ja auch die Anstrengung. Also den meisten sieht man ja die schiere physische und psychische Anstrengung, sich selber zu einem solchen Arbeitssubjekt zuzurichten, an. Ja? In allen Lebensbereichen, in allen Arbeitsbereichen, die wir kennen, haben ja diese Fortschritte der Produktivität zugenommen. Also das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ist der kulturelle Bruch mit dem Primat der Lohnarbeit als lebensstrukturierender, als nicht nur gesellschaftsstrukturierender, sondern auch als alltagsstrukturierender Kraft von Bedeutung. Der nächste Aspekt wäre so etwas wie, weil wir über Europa und nicht nur über Deutschland reden, wäre so etwas wie ein europäischer New Deal, wo man überlegen müsste, was ist eigentlich die Aufgabe des öffentlichen Dienstes und was sind die Zonen, wo es im Prinzip mangelt, ja, also wo ist eigentlich das Problem, und dass man nochmal neu definiert, naja, was ist eigentlich Gemeinwohl, was ist eigentlich die Aufgabe des öffentlichen Dienstes, ist es mit den gegenwärtigen Arbeitsformen, mit den Handlungsaufträgen dieser Strukturen vereinbar? Das betrifft sämtliche Berufsgruppen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, meines Erachtens, und das betrifft eigentlich natürlich, die progressive Forderung ist natürlich die Wiederaneignung der öffentlichen Güter. Das heißt nicht nur die Rückgängigmachung der Privatisierungspolitik, sondern auch nochmal eine völlig andere, eine Ausweitung der Frage dessen, was eigentlich öffentliche Infrastruktur ist. Insbesondere in solchen Städten wie München ist da natürlich die Wohnungsfrage relevant, dass man sich sagt, auch das Wohnen ist eigentlich ein öffentliches Gut. Und dass man sich fragt, nicht nur die Planungsämter und nicht nur die Architekten und nicht nur die Sozialarbeiter haben eigentlich die Frage, was ist mit Wohnungsnot am Hals, sondern das betrifft eigentlich alle Berufsgruppen im öffentlichen Dienst. Also alle haben eigentlich letztlich darüber nachzudenken, wie könnte dieser Bereich des Wohnens wieder in die Verfügung einer demokratischen Gesellschaft überhaupt hereinkommen. Und wir wissen, es gibt Techniken dafür, es gibt rechtliche Möglichkeiten. Wir wissen, im Grundgesetz steht auch das drin. Es kann auch unter Umständen enteignet werden. Wir können alles Mögliche, falls es einen demokratischen Konsens in der Gesellschaft gibt, können alle möglichen Dinge neu vereinbart werden, indem wir bestimmte Dinge zu öffentlichen Gütern erklären, die es vorher nicht oder nur zum Teil gewesen sind. Das betrifft genauso den Bereich der Gesundheit, der wahrscheinlich ähnlich relevant ist, dass man auch da fragt, möglicherweise ist diese Form der Finanzierung, gehört auch der Vergangenheit an, erzeugt auch nur noch mehr soziale Spaltungen der Gesellschaft und ist in seiner gegenwärtigen Organisationsweise eigentlich nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass man anstatt ein Dauerbeschäftigungsprogramm für Medien und Staatsverwaltungen weiterlaufen zu lassen, ja, also dann müssen wir nämlich mehr Sozialarbeiter einstellen, müssen mehr Sozialgeld, mehr Wohngeld bezahlen, mehr Hartz IV, mehr Stütze bezahlen für Leute, die sich die Krankenversicherung nicht mehr leisten können, was ein Dauerbeschäftigungsprogramm vor allem für die staatliche Bürokratie ist,
die wir dann natürlich auch ausbauen müssen und wo wir dann alle viel länger arbeiten müssen, um die über die Steuern zu finanzieren. Stattdessen wäre natürlich eher die Optik, wie könnte man öffentliche Güter tatsächlich kommunalisieren, und dann wäre das natürlich ein interessanter Punkt. Das betrifft eben natürlich Deutschland, aber alle anderen europäischen Staaten genauso. Also dieses Problem der Wiederaneignung öffentlicher Güter. Dann gehört natürlich, ist der nächste Punkt, die Reform der sozialen Sicherungssysteme. Ich würde da jetzt mal offen lassen, ob das ein bedingungsloses Grundeinkommen sein sollte oder ob es da irgendwelche Bedingungen gibt. Ich sage dazu gleich, werde ich noch in dem nächsten Punkt was sagen. Insofern kann ich es jetzt erstmal offen lassen. Der wichtige Punkt, auch hier ist es eine symbolisch bedeutende Ansage, dass wir gegen den politisch vorherrschendsten gesellschaftlichen Affekt, nämlich die Angst, angehen. Ja, das ist die eigentlich lähmende Kraft in der Gesellschaft, ist Abstiegsangst oder Exklusionsangst, auf jeder sozialen Skala ein anderer Typ Angst, also zugeschnitten auf alle Bevölkerungsfraktionen. Die einen haben Angst vor Altersarmut, die anderen haben Angst vor Statusverlust, die anderen haben Angst, dass ihre Ersparnisse nicht sicher sind. Man kann das gewissermaßen auf sämtliche soziodemografischen Gruppen und Geschlechtergruppen zuschneiden. Ich würde mal sagen, weibliche Altersarmut ist ein Klassiker in dem Zusammenhang, der eine gewisse disziplinierende Wirkung in der Gesellschaft nicht verfehlt. Ja? Also Nachfrage, weil wenn Sie nämlich empirische Umfragen machen, dann wollen ja alle Leute behaupten ja, dass sie länger arbeiten wollen. Aber warum wollen sie länger arbeiten? Weil sie einfach Schiss haben. Also weil sie Angst haben, dann entweder arbeitslos zu werden, wenn sie nur Teilzeit arbeiten, dass sie sich dequalifizieren in ihrem Job und dass sie nicht genug Rentenbeiträge einzahlen. Also es ist klar, dass wenn sie Umfragen machen und die Leute, wie sie gehen und stehen, fragen, dann werden sie natürlich alle schreien, ja klar, ich will mehr arbeiten. Das heißt, die Politik der Angst wäre das zu Überwindende. Und jetzt kommt der Punkt bedingtes oder unbedingtes Grundeinkommen, nämlich im Kontext des kulturellen Primatwandels im Begriff der Arbeit, wird die Arbeit für das Gemeinsame und die Gemeinschaft natürlich in den Mittelpunkt rücken. Egal, ob das in Familienkontexten ist oder ob das in Freundschaftsverbänden oder in sozialen Netzwerken oder Alternativökonomien der Fall ist, diese Art der Tätigkeit muss gesellschaftlich symbolisch für die wichtigste Arbeit in der Gesellschaft. Also alles, was Gemeinwohl fördert, alles, was wir prinzipiell bisher als weiblich so schön definiert haben, muss zum eigentlichen Primat werden. Das heißt, man kann nicht einen Primat abschaffen, ohne einen anderen zu setzen. Das ist völlig illusorisch, zu behaupten, eine Gesellschaft würde ohne einen solchen Kompass funktionieren. Möglich, ob man das bedingungslose Grundeinkommen an Bedingungen knüpft. In diesem Zusammenhang würde ich für die Einführung eines europaweiten Zivildienstes plädieren, in dem alle möglichen sozialen und infrastrukturellen Projekte abgearbeitet werden können. Also eben nicht die Hypothese, wir müssen Tausende und Abertausende von Stellen schaffen, wir müssen die Staatsapparate aufblähen, sondern eher die Hypothese, wie kann das Potenzial der Leute, was da ist, sich engagieren zu wollen, wie kann das gesellschaftlich gefördert werden und anerkannt werden in Form von Krankenversicherungen und so weiter. Das scheint mir vielleicht ein kurzfristig realisierbarer Schritt zu sein. Egal, ob da alle sofort mitmachen wollen, aber da halte ich die europäische Perspektive für relativ wichtig, nämlich auch und in dem Zusammenhang eines sozialen Pflichtdienstes für alle eben, wie gesagt, das ist natürlich das Allerwichtigste daran, dass es eben nicht sozial zugeschnitten ist auf die Schlechtergestellten und auf die, die gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern eben selbstverständlich von allen Bürgerinnen und Bürgern jederzeit und überall und immer verlangt werden muss. Das ist eine ganz wichtige Ansage an die Unersetzlichkeitsdoktrin der herrschenden Eliten, die eben weder die Zeit haben, zu Hause aufzuräumen, noch auf ihre Kinder aufzupassen, noch in irgendeiner anderen Weise sich gesellschaftlich zu engagieren. Das ist eine, sagen wir mal, wichtige, meines Erachtens ist sehr wichtige egalitäre Hypothese. Also insofern könnte man sagen, bedingtes wäre das vielleicht eine Hypothese, bedingtes Grundeinkommen im Kontext der Einführung eines allgemeinen sozialen Pflichtdienstes. Zumindest als ein Gedankenmodell, ja, als ein Übergangsschritt. Jetzt kommen wir zu den Schwierigkeiten. Alles dies sind im Prinzip Einzelforderungen, von denen ich behaupten würde, die müssen wir alle in einen Gesamtkontext stellen, damit es sowas wie etwas, was in der marxistischen Terminologie Äquivalenzkette passt. Ja?
Äquivalenzkette heißt, wir brauchen verschiedene Forderungen dürfen sich eben nicht widersprechen. Also ich habe vorhin gesagt, die bisherige Variante der Wettbewerbsfähigkeit widerspricht jeglicher Idee erstens eines menschenwürdigen Daseins, zweitens der sozialen Gleichheit, drittens einer ökologischen Nachhaltigkeit. Das heißt, eine progressive Politik darf in sich nicht widersprüchlich sein. Sonst hetzen wir im Prinzip verschiedene Klassenfraktionen, verschiedene politische Akteure gegeneinander auf. Das heißt, das ist natürlich das Wichtigste. Wie passen diese Forderungen alle zusammen? Und daran hängt natürlich die Frage, und das ist die schwierigste Frage in diesem Zusammenhang, nämlich die Akteurskonstellation. Also wie kriegen wir diese völlig heterogenen verschiedenen Subjekte und Interessengruppen und Klassenfraktionen überhaupt irgendwie an einen Tisch? Egal, ob wir da mit solchen Marx'schen Lieblingsbegriffen wie Assoziationen, das benutzt Karl-Heinz Roth in seinem Buch, sozusagen im europäischen Kontext, also mit so leicht geschwollenen Begriffen, ein Pluriversum unterschiedlicher Subjekte. Ja? Egal, ob wir das so ein bisschen mystisch ausdrücken wollen oder nicht, jedenfalls das eigentliche Problem ist, wie kann man da ein Bündnis schmieden aus Gruppen, die eigentlich bisher überhaupt nicht miteinander operieren können. Also die nennen wir alle, die im Prinzip fortschrittlich, potenziell fortschrittlich sind oder die aktuell nicht mehr fortschrittlich sind, da wären die wichtigsten Gruppen natürlich die Gewerkschaften, die im Prinzip einen Kampf seit Jahrzehnten führen, welche Seele eigentlich in ihrer Brust schlägt und welche Politik sie eigentlich betreiben möchten. Das heißt, die wichtigen Gruppen sind dann natürlich sind die Arbeiterbewegung, sind Aktivisten, wie jetzt zum Beispiel ATTAC, sind alle möglichen Parteifunktionäre in anderen Hegemonieapparaten und sind Intellektuelle. Und man kann sagen, die drei konservativen Gruppen, also die im Prinzip blockieren im Moment, sind erstens Gewerkschafter, und industrielle, und diejenigen, die sie vertreten, nämlich industrielle Kernbelegschaften im Kontext eines neomerkantilistischen deutschen Projekts, ist zweitens das linksliberale Bürgertum, ich hatte das vorhin erwähnt, was sich bisher nur delektiert an den Krisendiskursen und eigentlich insgeheim trotzdem so weitermachen möchte. Ja. Da wird man irgendwann sagen müssen, Leute, entscheidet euch. Ja. Also soll es so weitergehen, aber dann haltet die Klappe, hört auf, zu diesen Vorträgen zu gehen und delegiert euch nicht mehr. Hört auf, diese Rundfunksendungen zu produzieren und anzuhören, wo immer aufs neue Wasser, auf diese Mühlen. Und das hören wir jetzt seit 20 Jahren und es geht immer so weiter und irgendwann kommt eine große Katastrophe. Also entscheidet euch, auf welcher Seite ihr steht, könnte man auch an diese Fraktion richten. Und das Dritte sind die Intellektuellen, also die quasi die Produzenten von Kultur, die genau das für die genau dasselbe gilt. Wollt ihr weiter die 30. Sendung machen über wahlweise Migration, soziale Ausgrenzung, Frauenfeindlichkeit, soziale wachsende Unterschiede zwischen Arm und Reich? Oder wollt ihr euch an einem Bündnis beteiligen, was diese Dinge abschafft? Ja, das heißt, irgendwann ist es nicht mehr kompatibel, die souveräne Beobachterposition, zum Beispiel des Wissenschaftlers oder des Journalisten, ist im Prinzip ein Widerspruch zur Staatsbürgerrolle, ja? Also zur Rolle des progressiven Staatsbürgers. Das ist natürlich eine Sache, die insofern würde ich sagen, das sind die drei kritischsten Akteursgruppen, die mir jetzt so intuitiv einfallen, sind im Prinzip organisierte Arbeiterbewegungen und die von ihnen vertretenen, ist das linksliberale Bürgertum zum Zweiten, was ich eben in Wirklichkeit einfach nicht zwischen links und rechts entscheiden möchte, könnte man sagen. Und sind drittens die Intellektuellen, die ihren Auftrag nicht genau genug definieren und die ihn eigentlich übernehmen von den Apparaten, für die sie arbeiten, anstatt ihn demokratisch, selbstständig im Sinne einer eigenen Definition von Prioritäten zu definieren. Also das ist im Prinzip die Grundsatzproblematik. Ich versuche zum Ende zu kommen, jetzt ein bisschen abzukürzen, weil ich schon so lange gesprochen habe und wir noch genug Zeit zur Diskussion haben wollen. Insofern komme ich nochmal auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Das heißt, die Hypothese erstens, alles, was wir für Europa fordern, müssen wir auch national fordern und national schon mal vorbereiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt eine egalitäre, demokratische, ökologische, feministische Politik muss in unseren Kontexten selber glaubwürdig vorbereitet werden, in Diskussionskontexten, anstatt es irgendwie auf höhere Ebenen zu verschieben. Das Zweite, ich behaupte, der eigentliche Engpass in unserer Gesellschaft ist im Prinzip nicht ein politischer oder ein ökonomischer, sondern ist ein kultureller. Das heißt nämlich, weil
das, was man tatsächlich oder vermeintlich anstrebt, nämlich eine nachhaltige, sozial gerechte, gesellschaftliche, demokratische Entwicklung, die wäre natürlich eine Kultur, die würde eben eine Kultur der Genügsamkeit erfordern, also eine Bereitschaft, Reduktionen und Verzichtsleistungen von bestimmten Teilen der Bevölkerung auf Kosten von anderen hinzunehmen. Solange das nur als Verzicht und Askese erscheint, ist natürlich völlig illusorisch, dass ein solches Projekt durchkommt. Das wird immer scheitern an allen möglichen Leuten, die zwar so reden, als ob sie auf die Fernreise verzichten wollen und auf was auch immer, die es aber niemals tun würden. Ja, weil es ihnen nicht einleuchtet, weil es ihnen nur ideologisch einleuchtet, nicht aber alltagspraktisch. Das heißt, unser Engpass ist ein Engpass der kulturellen Sinnsysteme. Was verleiht einem Alltagsleben, was verleiht einer Biografie überhaupt Sinn und Wert? Was sind unsere Normalitätsstandards? Wie viel Wohnraum braucht ein Mensch? Wie viel braucht er zum Essen? Was ist eine normale Bildung? Wie lange dauert ein Arbeitstag? Wie wird die Arbeit zwischen Mann und Frau, zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen verteilt? Und wie werden die Belohnungen verteilt? Das heißt, da brauchen wir einen völlig neuen Gesellschaftsvertrag, aber der Mangel ist ein kultureller, ja, also der Sinngebung der Existenz. Deswegen ist ja nicht umsonst die Ökonomie und die Erwerbsarbeit und das Geld in diese Lücke gestoßen. Ja. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Verschwörung der Bösen, sondern es ist eine kulturelle Formation in unserer Gesellschaft, es ist ein Glaubenssystem. Ja. Also Warenproduktion ist ein religiöser Zusammenhang. Es ist ja nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern ist eben, wie Marx schon als erster gesagt hat, eben ein Fetisch, ja. Es ist ein religiöser Zusammenhang. Also da sehe ich den eigentlichen Engpass, deswegen und damit möchte ich dann eigentlich schließen, um nochmal auf quasi die Aktivisten und Aktivistinnen und Intellektuellen zu kommen. Also woran mangelt es in der Gesellschaft und wovon haben wir eigentlich genug? Ich glaube, es gibt genug engagierte, hochmotivierte Bürgerinnen und Bürger aus sämtlichen Klassenfraktionen, in sämtlichen Staaten Europas, die morgen anfangen würden, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gäbe, ohne Armutsrisiko sich sozial sinnvoll zu betätigen. Also das ist definitiv nicht unser Problem. Das ist das, was die Gegenseite versucht. Die Gegenseite versucht quasi diese herrschende Sozialisationsform in Lohnarbeit als der einzig relevanten Sozialisationsgeschichte. Deswegen ist damit natürlich die These verbunden, die 40% Arbeitslosen in Südeuropa sind halt sowas wie, naja, Ausschuss oder sowas. Das, dahinter steckt eine sozialdarwinistische Philosophie, wie Passadakis gestern schon gesagt hat. Also der Kampf aller gegen alle und dann gibt es halt viele Verlierer. Dahinter, also das heißt, woran es definitiv, da würde ich eben die Gegenthese wagen von der linken Seite, es mangelt definitiv nicht an der Bereitschaft für das Gemeinwohl zu kämpfen und für eine bessere Welt zu kämpfen, sondern es mangelt ausschließlich an materiellen Ressourcen und kultureller Unterstützung für eine solche Form der Arbeit. Das ist, glaube ich, darin würde ich den eigentlichen Engpass sehen und das kann man dann runterbrechen auf im Grunde genommen alle Berufsgruppen. Dass man sagt, wie ich vorhin eigentlich schon angedeutet habe, es gibt in den sämtlichen Berufsgruppen, die im weitesten Sinne mit politischer und kultureller Arbeit zu tun haben, gibt es im Prinzip eine strukturelle Korruption der Arbeitsverhältnisse. Und da sind wieder die Inhalte passgenau zu den Formen, nämlich eine Kultur erstens der Prekarisierung und zweitens der Mehrarbeit. Man kann es in den Hochschulen zeigen, man kann es im Journalismus zeigen, man kann es bei den Architekten zeigen, egal wo. Wir haben eine Zangenbewegung aus dem Zwang zur Mehrarbeit und zur Selbstausbeutung, Prekarisierung und als einziger Technik da zu überleben, eine Konformierung der Inhalte an den herrschenden Mainstream. Das ist im Grunde meines Erachtens das Grundproblem, vor dem wir heute stehen. Das heißt, ganz anders formuliert, das eigentliche Problem, und das ist dann wieder kompatibel mit Forderungen wie, glaube ich, dem Grundeinkommen, das eigentliche Problem für ein neues hegemoniales Europa, ein gegenhegemoniales, wäre eigentlich die ganz simple These, man kann von der Arbeit für eine bessere Welt nicht leben. Das ist eigentlich man könnte es zuspitzen darauf, das ist das eigentliche Problem. Das heißt, die Gegenseite bezahlt ihre Leute so gut, ja, und bietet solche guten Karrierepfade und solche guten Möglichkeiten in der Gesellschaft, nicht in Reputation ökonomisch erfolgreich zu sein. Das heißt, die werben alle Leute ab. Das heißt, selbst wenn die Leute, in dem Moment beschränken wir uns mal auf akademische Mittelschichten,
selbst dann, wenn die Leute noch subjektiv guten Willens sind mit 25, wenn sie einen Abschluss gemacht haben. Ich habe zum Beispiel, ich war auf einer Konferenz des BDA, Bund Deutscher Architekten, wo einer, der eine Professur hat, gesagt hat, fast alle Abschlussarbeiten von jungen Abgängerinnen und Abgängern beschäftigen sich mit sozialen Projekten. 70% seiner Diplomarbeiten, die er betreut im Moment. Ja, und was machen die Leute? Es gibt aber keine Perspektive für diese Leute. Es gibt gar keine Arbeitsmöglichkeiten dafür. Die müssen dann natürlich danach in irgendwelche ganz konventionellen Architekturbüros gehen und dort irgendwelche grauenvollen Monster in die Welt setzen, weil das die einzige Form ist, mit der man mit Architektur heute Geld verdienen kann. Ja? Und eine Abgängerin hat mir erzählt, wenn man kürzlich hat den Pritzker-Preis, dieser chilenische Architekt, der so sozial interessante Projekte macht in Südamerika, wissen Sie, was der einer Abgängerin aus Deutschland angeboten hat, was da die Arbeitsbedingungen sind? Er bietet eine Krankenversicherung, einen Arbeitstisch und ein warmes Mittagessen. Es ist natürlich völlig klar, ja, dass das ist ja kein Vorwurf gegen diesen Menschen, weil der hat nämlich das Problem, auch das Problem, der gibt es ja nur weiter, dass er von dieser interessanten Arbeit nicht leben kann. Das wird nach unten weitergehen und das ist natürlich klar, das macht man dann mal, solche unbezahlten Praktika macht man dann 1 Jahr, vielleicht 2 Jahre, 3 vielleicht auch. Aber dann ist natürlich irgendwann gibt es im Leben eine Gabelung und dann setzt die Korruption ein und dann fängt man an, eben irgendwo zu arbeiten, wo man nie hin wollte. Ja? Das heißt, darin würde ich das eigentliche Drama von diesen hochentwickelten Gesellschaften wie das der Deutschen verorten, in der tagtäglichen Korruption unseres guten Willens, also unserer Ambition im Grunde genommen für alle im Prinzip eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Und das ist dann im Prinzip eben eine Sache, wo ich jetzt wiederum dafür plädieren würde, solange wir das nicht erstmal national hinbekommen, brauchen wir über sowas wie europäische Solidarität gar nicht reden. Vielen Dank, damit gebe ich zur Diskussion. Ich hätte im Prinzip 2 Fragen. Das eine ist, es gab ein interessantes Interview, KenFM und Willy Wimmer, inzwischen glaube ich 3 verschiedene und einige Telefongespräche. Und als CDU-Gestein war eigentlich damals ganz normal und repräsentativ für die Programmatik der CDU. Heute ist er weit am linken Rand, das heißt, diese Vorstellung, dass jetzt alle Parteien so in die Mitte gerutscht sind, und quasi links 20% weg, rechts 20%. Es gab auch gleichzeitig eine sehr, sehr starke Verschiebung Richtung, rechts ist jetzt sehr ungenau, aber Richtung Neoliberalismus auf jeden Fall. Und wie hat das stattgefunden? Und die zweite Frage ist, wie können wir auch die Fetischisierung von Arbeit als zentralen Lebensinhalt überwinden? Weil ich kenne auch einige Leute, die sich so stark über ihre Arbeit und über ihre Tätigkeit definieren, dass sie wahnsinnige Schwierigkeiten haben, andere Formen des Lebens als gleichwertig zu akzeptieren. Stimmt. Wir sammeln vielleicht ein bisschen. Ja. Da hinten war eine Vorbildung, was gesehen. Ich habe es schon. Mich hat sehr fasziniert diese These, der wir ja alle folgen können, dass die Gewerkschaftsbewegung von der SPD paralysiert wurde und die sozialen Bewegungen von den Grünen. Das ist ja eine Sache, wo wir uns bei Attac eigentlich ständig mit rumschlagen. Es gibt die eine Variante, diese beiden Parteien wirklich abzuschreiben und nur noch mit Hohn zu übergießen. Aber wir haben in Attac auch die Variante, dass wir uns natürlich von Fall zu Fall immer wieder, zum Beispiel bei dem Protest gegen TTIP, um die SPD und natürlich auch um die Grünen kümmern und versuchen, ja nicht kümmern, ja kümmern im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fasziniert mich jetzt sehr, weil du ja ganz klar gesagt hast, dass es ohne diese beiden Kräfte nicht geht, dieser Entwurf, den du vorgestellt hast. Und ich würde einfach da gerne noch ein bisschen genauer hören, wie du dir das vorstellst, diese Kräfte so ganz punktuell, oder gibt es da muss man da auch groß denken? Die wirtschaftliche Umverteilung von oben nach unten ist ja leider kein intellektuelles Projekt, sondern da stecken knallharte Interessen dahinter. Nein, die von oben meinen Sie, oder?
Von daher, meine Frage, haben Sie das Gefühl, dass diese Regierung noch eigene Entscheidungen treffen kann? Oder dass diese Machtelite, die einen unvorstellbaren Reichtum angehäuft hat, gleichzeitig aber die Schere dermaßen aufgegangen ist, wir haben seit Hartz IV in München viele hungernde Kinder, die verstecken sich nur und schämen sich dafür. Also, intellektuelles Projekt ist es leider nicht, so schön es wäre. Vielleicht soll ich mal. Mit dem letzten angefangen. Meine These ist ja nicht zu bestreiten, dass es hinter Regierungsprojekten sehr starke Interessen, ja, Klassenfraktionen der Gesellschaft geht. Meine These ist nur gegen die vulgäre und, sagen wir mal, teilweise vulgär-marxistische Hypothese ist, dass das quasi unmittelbar im Sinne eines direkten Kommandos durchschlägt. Das heißt, man darf nicht vergessen, es muss immer Legitimität in der Gesellschaft generiert werden. Das heißt, es muss Anerkennung für bestimmte, wenn man nicht in die offene Diktatur, was eben quasi das Risiko ist, in dem wir uns schon so halb drin befinden. Ja, in dieser Phase, in der wir jetzt leben, würde ich Ihnen recht geben und sagen, da nähern wir uns schon einem bestimmten Kommando. Aber meine Hypothese besteht ja gerade darin, das ist nur deswegen, weil Rot-Grün das alles erlaubt hat. Das heißt, weil man die Weichen so gestellt hat, weil man die Verträge in der EU so geregelt hat, dass in Zukunft Entscheidungen anders getroffen werden können, ohne vorher einen demokratischen Konsens in der Gesellschaft zu erreichen. Also das ist eigentlich meine Hypothese. Insofern kann man, würde ich sagen, aktuell kann die Regierung vielleicht nicht so unbedingt eigene Entscheidungen treffen, aber das ist eine Frage, die etwas mit der Programmatik, also der Art und Weise der Legitimitätsstiftung von Regierungen zusammenhängt. Deswegen ist natürlich wäre der erste Schritt, und damit komme ich gleich zu der anderen Frage mit der SPD und den Grünen. Deswegen kommt man natürlich über einen Ausstieg aus der Großen Koalition als Sofortprogramm nicht rum. Also dass man sagt, diese Politik der Neutralisierung der gesamtgesellschaftlichen Opposition muss sofort beendet werden. Und das führt dann natürlich direkt zu der Frage, zu meiner Hypothese. Ich würde eben im Unterschied zu Ihnen schon sagen, was heißt intellektuelles Programm? Man kann einfach sagen, politisches Programm. Ja? Also das ist ja nicht, ist ja die Frage, einen wie engen Begriff von Intellektuellen wir haben. Also bei Gramsci, dem Marxisten, sind Intellektuelle alle Lehrer, alle Gewerkschafter, alle Ärzte, alle Parteimitglieder, alle Gewerkschaftsfunktionäre, alle Journalisten und alle Hochschullehrer. Es ist halt die Frage, wie weit definieren wir diesen Begriff intellektuell? Ich würde sagen, es geht darum, überhaupt ein politisches Programm im Sinne einer selbstbewussten Forderung zu haben. Ob man dann mit diesem Programm sich durchsetzen kann, also zum Beispiel, ob man Wahlen gewinnt, ja oder nein, ob man vor den Wahlen eine nennenswerte Zahl von Bürgerinnen und Bürgern von diesem Programm zu überzeugen vermag. Das steht ja auf einem völlig anderen Blatt. Nur diese postdemokratische Konstellation, die wir heute haben, die hat ja nur diesen Zustand, das ist meine zentrale Hypothese, die hat diesen Zustand produziert, wo wir schon gar nicht mehr über programmatische Differenzen reden können. Das heißt, dass es irgendwann so erscheint, als ob es völlig egal wäre, was eine Partei fordert und was sie nicht fordert. Und auf diese Struktur hat sich, und das ist zum Beispiel ein Problem, was ja nicht nur die SPD hat, sondern auch die Linkspartei, die spezialisiert sich natürlich unter den heutigen Bedingungen auf eine völlig hoffnungslose Oppositionsrolle, wo man alles sagen und alles fordern kann, völlig ohne jede Verbindlichkeitsprüfung, was natürlich kein besonders guter Zustand ist. Also insofern würde ich schon sagen, hegemoniefähig, also im Sinne einer neuen Mehrheit für ein neues Gesellschaftsprogramm, wird man dadurch, dass man ein kompaktes emanzipatorisches Programm formuliert. Insofern würde ich das Pferd genau andersrum aufzäumen wie Sie. Das ist eben die Tatsache, dass es eben seit 30 Jahren, egal wann wir das datieren, die Tatsache, dass es eben nicht gemacht wurde so lange Zeit, die hat zu dieser Paralysierung der politischen Kräfteverhältnisse und der politischen Debatte geführt. Ja. Und insofern würde ich natürlich genau sagen, ohne die SPD und die Grünen geht es nicht, also egal, ob wir dann die Grünen dabei haben oder nicht dabei haben, das spielt ja keine Rolle. Aber es ist, glaube ich, illusorisch zu glauben, dass es ohne diese Kräfte geht. Und auch da, glaube ich, kann man, wenn man politisch, programmatisch argumentiert,
kommt man nicht drum rum, Sachen zu fordern, für die es erstmal keine Mehrheit gibt. Ja, das heißt, es ist dann natürlich eine Sache der inneren Debatte in Parteien. Gibt es überhaupt irgendeinen Programmentwurf? Ja, gibt es irgendwie eine Vorlage bei irgendeinem Treffen, ja, bei irgendeinem Parteitag, über den man überhaupt diskutieren könnte? Oder, das war ja meine Ausgangshypothese, ist der einzige Kassenschlager, den man halt hat, irgendwie die Anhebung irgendwelcher Sozialhilfesätze oder der Kampf gegen TTIP zum Beispiel, ja, wie es im Moment ist. Also das ist natürlich einfach eine Art von extremer Bescheidenheit, von vornherein nur Sachen zu fordern, bei denen klar ist, dass ich dafür eine Mehrheit bekomme. Es ist ja logisch, dass man für diese Dinge erst sofort eine Mehrheit bekommt. Ja. Heißt das denn, dass Sie Rot-Rot-Grün zum Beispiel eine Chance geben würden, wenn von vornherein dann eben ein gemeinsames Koalitionsprogramm sozusagen stünde? Weil derzeit ist es ja so, dass die SPD im Wahlkampf sich von der Linken so sehr abgrenzt, dass man nicht auf ein Bündnis hoffen kann. Aber wenn man vornherein also sozusagen ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis sich auf eine andere Plattform stellen würde, das wäre jetzt dann Ihre Hoffnung. Genau. Also die Verfassungs- die demokratiepolitische Grundsatzhypothese steht in der Verfassung ganz einfach in dem ganz trockenen Satz: Die Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Falls es eine relevante politische Willensbildung, die kommt natürlich nicht aus den Parteien, das steht nämlich schon so im Grundgesetz drin, nicht die Parteien machen die Willensbildung, sondern sie wirken mit. Das heißt, mein Plädoyer ist ja ganz einfach, demokratiepolitisch, wir, diejenigen, die nicht in den Parteiapparaten als Funktionäre engagiert sind, wir produzieren die politische Willensbildung, wir müssen ein Programm vorlegen und dann sieht möglicherweise sehen die Verhältnisse, die hegemonialen Verhältnisse und auch Machtverhältnisse in den Parteiapparaten nochmal anders aus, wenn man sich einer gesellschaftlichen Debatte ausgesetzt fühlt, die möglicherweise die Parteiapparate vor sich her treibt, also die plötzlich Alternativen erzeugt. Also insofern ist das die Hypothese. Die Parteien sind natürlich nicht das Subjekt. Ja, sie sind Teilnehmer an diesem Spiel. Ja, also das ist im Grunde genommen, und das heißt, die Aufgabe, das betrifft die gesamte Zivilgesellschaft, hat man die Potenz, hat man im Grunde genommen die Kraft, ein solches Programm zu entwickeln. Die vorletzte Frage, das betrifft natürlich auch dann die allererste Frage mit der CDU, also dass sich das gesamte Spektrum nach rechts verschiebt, halte ich für unzweifelhaft. Dahinter steckt ein anderes Theorem, nämlich das Postdemokratie-Theorem. Es gibt eben meines Erachtens, das wäre die Grundsatz, die demokratietheoretische Grundsatzhypothese, es gibt nur rechts und links, es gibt keine Mitte. Also es existiert nicht so etwas wie eine Mitte im politischen Spektrum. Das heißt, es gibt einen Verfassungsauftrag des Grundgesetzes, wir fechten in der Zivilgesellschaft einen Kampf, wie Abendroth es nennt, zwischen verschiedenen Sozialphilosophien aus. Ja? Wir diskutieren darüber, welche Gesellschaft wir haben wollen. Und es gibt grosso modo ein linkes und ein rechtes Lager. Das eine ist egalitär und das andere ist inegalitär. Das eine ist demokratisch und das andere ist antidemokratisch. Kurz der Hinweis, weil Sie darauf so kommen, auf das Buch. Genau. Also bei Karl-Heinz Roth kann man das auch sehen. Naja gut, dieser Aspekt steht nicht drin, aber nochmal dieses Ding, das liegt da vorne, das Buch von Roth. Genau, und insofern ist die Postdemokratie-Hypothese, lautet ganz einfach, wenn man nicht mehr für ein linkes Projekt der Demokratie und der sozialen Umverteilung der Gerechtigkeit kämpft, dann ist das Resultat nicht eine Stagnation der Gesellschaft, sondern ein reaktionärer Rückschritt. Punkt. Das ist die Hypothese. Das heißt, es gibt nicht die Mitte. Die Mitte ist ein Phantom. Jede Gesellschaft entscheidet sich, ob wir nach links oder nach rechts gehen wollen. Und die Zustände in den Parteien reagieren im Prinzip auf diese gesellschaftliche Entwicklung einer Neutralisierung von Grundsatzdiskussionen, die in der Gesellschaft geführt wird. Deswegen funktioniert die ganze Arithmetik nicht mehr auf der Ebene der Wahlen, auf der Ebene der Verbindung der Bevölkerung. Und deswegen haben wir heute den originellen Zustand in der Wahlforschung. Der Satz noch ist ja ganz interessant meines Erachtens, dass heute alarmierend sinkende Wahlbevölkerung der unteren Bevölkerungsfraktionen, ja, das ist ja eine historische Pointe, nämlich dass heute diejenigen Leute, die früher nicht wählen durften, also deren Wahlrecht bitter und blutig erkämpft wurde, freiwillig nicht mehr wählen. Ja. Das beweist ja das ganze Ausmaß der Entdemokratisierung der Gesellschaft. Also insofern ist das meine Hypothese, es gibt nur links oder rechts, und die Illusion dieser Parteien, die sich in der Mitte drängen, ist zu behaupten, es gäbe in der Mitte Politik,
Wenn man so operiert, dann ist es ein rechtes Programm, egal ob das die Wahlen, ob das die beteiligten Parteien so wollen oder nicht wollen. Ich habe auch nochmal nachgefragt, weil ich habe Sie so verstanden, dass der springende Punkt ja der ist, dass der Demokratiebegriff auch auf die Gesellschaft bezogen wird. Und dann könnte man ja auch sagen, weil ja so viele jetzt auch zum Beispiel bei Podemos immer darauf bestehen, dass man auf die Links-Rechts-Dualität verzichtet, wir sind die, die die Demokratie zurück wollen, so wie es ja die spanische Bewegung auch will. Wir sind die eigentlichen Demokraten oder den Begriff der Demokratie wieder zurückzuerobern. Genau. Das ist natürlich dahinter die Hypothese, das linke Gesellschaftsprogramm ist eben das Programm der Demokratisierung, wie ich anfangs sagte, nicht nur des Staates, sondern der Gesellschaft. Und da ist natürlich die liberal-konservative Seite, sieht es eben völlig anders. Die findet, es ist ganz schlimm und ganz furchtbar, eine aktive Sozialpolitik und eine aktive Bildungs- und Gesellschaftspolitik zu betreiben, weil deren Essenz besteht nämlich darin, diejenigen, die Leute, die heute noch nicht Gleiche sind, in Zukunft zu Gleichen zu machen. Ja? Das ist nun mal die Essenz dieses Programms. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz klare und ganz einfache Scheidelinien zwischen in der Programmatik sämtlicher beteiligten politischen Akteure. So, wie stellt man sich zu dieser Frage? Jetzt zum Letzten, die Fetischisierung der Arbeit. Da ist es natürlich illusionär, auf die Leute, so wie sie heute gehen und stehen, direkt loszugehen, sondern die politische Argumentation ist ganz einfach. Was für Stellschrauben und Anreizsysteme gibt es auf der Ebene der Sozialpolitik, der Tarifpolitik und der Arbeitszeitpolitik sämtlicher betroffenen Systeme? Das heißt, ich würde mal ganz lässig behaupten, wenn die öffentlichen wie die privaten Arbeitgeber in der Gesellschaft so etwas wie Teilzeitarbeit, also ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel 60% stellen, also 25 Stunden der Woche, im Sinne einer qualifizierten Arbeit für Leute, die gerne was Interessantes machen wollen, anbieten würde, würde es einen Run geben, ohne Gleichen auf solche Positionen. Die gibt es aber nicht. Mein Lebenstraum wäre zum Beispiel der erste deutsche Professor in Teilzeit zu sein. Ich habe noch nie, im Unterschied zur Schweiz, da haben Sie Professoren mit originellen Ausschreibungen 30% und solche witzigen Dinge. Es gibt so etwas in Deutschland nicht. Insofern ist es ein Argument, da wäre ich ganz bescheiden, ja, nicht in der Ambition, aber in der kurzfristigen Realisierung. Es geht um ganz banale Anreizsysteme, Rentensicherungssysteme. Das Rentensicherungssystem zwingt mich heute dazu, mehr zu arbeiten, als ich eigentlich arbeiten möchte. Das sind die entscheidenden Stellschrauben. Zweitens, gibt es oder gibt es nicht qualifizierte Arbeit im Nicht-Vollzeitmodus? Ich behaupte, das würde massenhaft in der Gesellschaft, und zwar nicht nur, wie man immer sich beeilt, anzufügen für Frauen, ja, sondern für die Männer. Ja. Wie viele Männer, die Familienväter sind, sehnen sich danach, ihre Arbeitszeit reduzieren zu können. Die wissen aber ganz genau, selbst wenn ich das tun würde, wäre ich morgen draußen. Ja? Also insofern, das sind Stellschrauben. Ja, ich bin dankbar, dass Menschen so wie Sie sich intensiv mit alternativen Konzepten befassen können. Ich habe Zivildienst gemacht, 18 Monate Pflegedienst, war beim Kampf für die 35-Stunden-Woche dabei und es war verdammt schwer, das hinzukriegen. Ich habe meine Vorstellungen von alternativen Konzepten. Sie haben ganz richtig gesagt, das muss eine widerspruchsfreie oder das und so weiter. Also hier sehe ich eine ganze Menge von Widersprüchen bei Ihrem Konzept. Ich kann jetzt gar nicht auf alle eingehen. Das eine, es muss ein demokratischer Konsens her. Sie haben Ihre Vorstellung, jeder von uns hat seine Vorstellung von einem alternativen Konzept. Und das gilt es dann zu diskutieren und da muss man schauen, was dann dabei rauskommt. Im Parteiprogramm der Linken steht perspektivisch die 30-Stunden-Woche drinnen, wohl wissend, dass das erst längerfristig, dazwischen muss man andere Sachen sehen. Also der Kampf um die 35-Stunden-Woche, und ich war im Betriebsrat in einem großen Betrieb, der unterlaufen wurde und. Also es war verdammt schwer, das zu halten. Wir haben es letzten Endes dann nicht geschafft, die Vertrauensarbeitszeit, dass die dann eingeführt wurde, dass die Arbeitszeit nicht mehr erfasst wurde und dass da unter diesen Bedingungen es keine 40-Stunden-Woche, sondern mit dieser Vertrauensarbeitszeit hat
versucht ja jeder seine Ziele, also die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Das waren sehr viel mehr. Frankreich hat die 35-Stunden-Woche. Warum fordern wir nicht europaweit die 35-Stunden-Woche und nicht schon die 30-Stunden-Woche? Also wenn wir es schaffen, auch in Deutschland flächendeckend die 35-Stunden-Woche jetzt zu propagieren, und dann werden wir enorm große Fortschritte gemacht haben, und das europaweit. Du hast von dem Vorteil. Also das denke ich, das ist ja unkontrovers. Also da bin ich auch völlig auf einer Seite. Man kann ja auch erst mit der 35-Stunden-Woche anfangen und dann sagen, aber das ist ein erster Schritt. Nur, ja, da bleibe ich gleich bei der Arbeitszeit. Wir haben bei Verdi ja eine intensive Diskussion auch über eine größere Arbeitszeitverkürzung. Zumindest also hier in München haben wir die 30 Stunden gefordert. Nicht nur so längerfristig eigentlich, sondern dass es notwendig ist, dass wir bundesweit und europaweit eine einheitliche Diskussion führen müssen darüber. Das ist jetzt ganz spannend, wie die Diskussionen darüber waren. Weil wir haben nämlich noch nicht mal die 40-Stunden-Woche. Ja? Also die steht ja nicht mal im Gesetz. Sondern wir können, laut Arbeitszeit, können wir ja 48 Stunden und mehr arbeiten. Und wir haben parallel dazu gefordert, dass das Gesetz gesetzlich jetzt erstmal die 40-Stunden-Woche kommt. Da gab es ganz interessante Diskussionen, und zwar darüber, dass das dazu führt, dass die Menschen, die wenig Geld haben und noch einen Minijob machen, den ja gar nicht mehr machen können. Weil die dann ja über die 48 Stunden und mehr hinauskommen. Und die brauchen aber dieses Geld. Und das zeigt uns doch, dass wir, und das habe ich bei dir jetzt ein bisschen vermisst, wie wir die Umverteilung von oben nach unten auch innerhalb der Lohngruppen hinbekommen. Weil die, die ganz wenig haben, brauchen dringend einen Lohnausgleich für eine 30-Stunden-Woche, der, weil du als Professor das natürlich nicht brauchst. Ja? Also bin keiner. Nee, oder ich sag aber, weil du gefordert hast, ich meine, Professor braucht das nicht. Und da wollte ich auch noch kurz widersprechen, wir im öffentlichen Dienst haben schon Probleme damit, dass immer häufiger Stellen gekürzt, also 32-Stunden-Stellen, 30-Stunden-Stellen ausgeschrieben werden, die aber letztendlich nur weniger kosten, weil der Inhalt bleibt nämlich der gleiche von der Vollzeitstelle. Also ja, schleichen geht es nicht schon, in der Arbeitszeitverkürzung nur ohne Lohnausgleich. Explizit gesagt, aber ich bin da natürlich völlig auf der Seite dessen, was du gesagt hast, dass selbstverständlich eine solche Politik der Arbeitszeitverkürzung illusorisch wäre, wenn sie nicht insgesamt mit einer extrem rabiaten Form der Umverteilung der Entgelte zwischen allen Gruppen, also sagen wir mal, ideal zu Ende gedacht, würde ich dann eher wahrscheinlich so weit gehen und zu sagen, es gibt im Prinzip keine relevanten Gehaltsunterschiede zwischen verschiedenen Kategorien von Arbeiterinnen und Arbeitern. Also das wäre die zu Ende gedachte Perspektive, dass ich sagen würde, ein solches Programm, solange das noch der Fall ist, dass Arbeit im Sinne der dort, wo es qualifizierte Segmente sind, einen Selbstwert hat, im Unterschied zu den eher kommandierten Teilen der Arbeit, wo das nicht so hoch ist, der Gratifikationswert, da könnte man ja geradezu, und da wäre ich jetzt vielleicht ein Fan der sowjetischen Praxis, wo ich sagen würde, eigentlich müssten die ja viel mehr verdienen, diejenigen, die sich nicht so stark mit ihrer Arbeit im Sinne von identifizieren können. Also insofern, da würde ich sogar weitergehen, als das, was ich da so raushöre. Also ich würde sagen, ich finde es sehr plausibel zu fordern, dass der Professor nicht mehr verdient als seine Sekretärin, falls es überhaupt noch Sekretariate gibt im neoliberalen Kontext. Ja. Das halte ich für völlig unplausibel. Warum soll jemand, dessen Arbeit ihn im idealen Sinne, falls sie gut organisiert ist, ihm sogar Freude macht, warum sollte er dann viel Geld verdienen dafür? Das halte ich für völlig falsch. Das halte ich für eine Fehlsteuerung von Gesellschafts. Die Hypothese, wenn ich da nachfragen darf, ist ja das, was jetzt du als Privilegien, dass man an seinen Privilegien festhält, beschrieben hast, dass sich das auflöst, wenn Menschen das Gefühl haben, es geht gerecht zu. Genau. Du hast im Zusammenhang mit der Genügsamkeit gesagt, dass es dann durchaus eine Bereitschaft gibt, also in den privilegierteren Zonen Privilegien zu lassen, wenn es insgesamt sinnig und gerecht zugeht. Das ist eine sehr hoffnungsvolle Hypothese. Ja, genau. Also das kann man eigentlich, ich würde mal sagen, das kann man auf sämtliche Arbeitsfelder, also was Leute wollen, ist interessante Arbeit.
nur diejenigen, die halt speziell eine narzisstische Kränkung erfahren haben, müssen unbedingt Professor heißen oder müssen unbedingt Chef heißen und andere rumkommandieren. Das ist quasi ein Charakter, also quasi dieses Karrieredenken, was heute herrscht, ist quasi ein Charakter, ein gesellschaftsweites Charakterdefizit. Ja? Also das ist ein Ersatz für ein gutes Leben und für eine faire Gesellschaft, ist diese Form des Statusgewinns. Ja? Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, die Geschichte mit der Teilzeitarbeit ist, das ist jetzt vielleicht ein Missverständnis, ich wäre gerne der Erste, aber ich wäre natürlich hinter mir, sollen alle anderen nachkommen. Ich will natürlich keine Ausnahmerecht, ich will keine Lex Hirsch oder so etwas haben, sondern ich will, dass es ab 2020 so etwas Vollzeit gar nicht mehr gibt. Das Problem, was nämlich da geschildert wird von dir im Kontext von Verdi, ist natürlich, dass solange es verschiedene Tariflöhne und vor allem verschiedene Tarifarbeitszeiten gibt, dann funktioniert es natürlich nicht, dass bestimmte Leute weniger sind. Nur dann, wenn kollektiv die Normalarbeitszeit für alle radikal gekürzt wird, dann können wir anfangen, über quasi Humanisierung der Arbeitswelt überhaupt nachzudenken. Also ob dadurch die Überstundenprogrammatik, die auch der Kollege vorhin angesprochen hat, aus der Welt sofort verschwindet, das ist auch natürlich wiederum eine Frage der demokratischen Kampfkraft der Beschäftigten, also ob man dann über das auf dem Papier Erreichte hinaus auch noch das in der Realität durchsetzen kann. Aber ich würde auch da sagen, das setzt solidarische Interessenorganisationen von allen voraus und insofern als Steilvorlage dafür relativ gleiche Löhne und radikal gesenkte Arbeitszeiten. Also ich würde das Pferd im Prinzip insofern immer von der programmatischen Seite, was erzeugt überhaupt ein Gerechtigkeitsgefühl, ja, wie Renate gerade sagte. Anders halte ich es für illusorisch. Und der wichtige Punkt in dem Zusammenhang sind zwei nochmal. Die Normalarbeitszeit hat nicht nur eine rechtstechnische und ökonomische, sondern eben auch eine eminente symbolische Bedeutung. Es ist ein gesellschaftlicher Kulturparameter. Der Kampf um die symbolische Ordnung ist es nämlich. Was ist normal? Wie sieht ein normaler Tag aus? Wann muss ich aufstehen? Wer macht das Frühstück? Wer bringt den Müll runter? Wer bringt die Kinder ins Bett? Wer kauft ein? Putze ich die Wohnung? Kann ich von meiner energetischen, von meinem Haushalt, habe ich die Zeit und die Kraft, meine Wohnung selber aufzuräumen? Wer das nicht kann, das darf es nicht geben. Kein einziger Mensch, weder Mann noch Frau, darf so ausgepowert sein und so lange Arbeitszeiten haben, dass er nach außen hin letztlich rechtfertigen kann, diese neofeudalistische Praktik der Dienstboten und Putzhilfen, die wir heute dulden, das darf es nicht geben. Das ist aber eine symbolische gesamtgesellschaftliche Vereinbarung. Deswegen ist der Kampf um die Normalarbeitszeit ist der zentrale Kulturkampf, den wir in der Gesellschaft ausfechten müssen. Also insofern würde ich auch da das Pferd an der ideologischen Grundsatzentscheidung aufziehen. Alles andere, das ist meine Behauptung, folgt von selbst. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, was die strategischen Allianzen betrifft, die vielleicht so etwas wahrscheinlicher machen. Da ist der wichtigste Akteur natürlich nicht nur die Gewerkschaftsbewegung, sondern die Frauenbewegung. Die Frauenbewegung hat sich in den letzten Jahrzehnten vor den Karren der neoliberalen Modernisierung spannen lassen und hat sich abspeisen lassen mit der Karotte, ihr werdet einst so toll sein wie die Männer. Das heißt, nicht weiter den Kampf zu führen, anstatt weiter einen linken Kampf um Emanzipation zu führen. Das heißt, wir wollen ein ganz anderes Leben für alle. Hat man sich ideologisch einspannen lassen in einen Kampf um die Durchsetzung der männlichen Norm als der einzig herrschenden Norm, die es im Leben überhaupt gibt. Und das ist eine ideologische... Und deswegen ist es ja illusorisch zu glauben, dieses Problem der Grundsatzentscheidung hätten nur die Gewerkschaften, die haben alle Sozialbewegungen, die hat die Frauenbewegung genauso schlimm, also die Spaltung in links und rechts läuft genauso mitten durch die Frauenbewegung durch, das heißt die organisierte Frauenbewegung bei Gleichstellungsstellen macht einen Eiertanz, ja? Den ganzen Tag wird da auf rohen Eiern getanzt, weil man sich drückt vor dieser Entscheidung. Ich würde gerne auch nochmal nachgefragt, weil bedingungsloses Grundeinkommen ist ja auch so eine Szene, mit der wir uns viel auseinandersetzen. Du hast ja andererseits auch einen interessanten Pflichtbegriff eingebracht, dass auch Pflichten gerecht verteilt sein sollten, dass wir gegen die leistungslosen Einkommen einen positiven Pflichtbegriff ins Feld bringen sollten. Und ist insofern dieser Pflichtdienst, dieser zivile europäische, insofern auch ein Weg, dass schon eben dieses bedingte Grundeinkommen doch mehr der Weg ist, dass du sagst, doch, es müssen auch Pflichten sichtbar eingebracht werden, für alle sichtbar? Genau, und damit, genau,
Die wichtigste, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, der wichtigste Aspekt daran wäre die Hypothese. Es gibt ja solche Überlegungen, aber da ist es eben für sozial Schwache. Also die bisherige sozialpolitische Debatte wird so geführt, bedingtes Grundeinkommen für die Armen. Ja, und die müssen, weil man Angst hat, dass sie völlig regredieren, müssen sie das machen, was sie im Hartz-IV-Regime schon machen müssen, also Zwangsdienste. Und die sind aber sozial, selektiv und stigmatisierend zugewiesen. Eine ganz andere Geschichte ist es natürlich zu sagen, jeder, der Chefarzt, der Professor, der Fernsehregisseur, alle geilen Leute, alle tollen Menschen, müssen antreten. Ja? Und müssen, egal, und zwar egal was uns einfällt als Deutschen, genauso wie als Griechen oder Spaniern, das, was im Sinne des Gemeinwohls gemacht werden muss und wovon wir annehmen, dass es zum Beispiel Pflege, dass es uns ruinieren würde, dass es quasi die kollektiven Kassen ruinieren würde, wenn wir sie erwerbsförmig organisieren würden. Dazu gehört im Übrigen nicht nur der Bereich der Pflege, sondern auch der Bereich der Kinderbetreuung. Das halte ich für ein falsches gesellschaftspolitisches Projekt, dass wir den Bereich der Kinderbetreuung versuchen erwerbsförmig, weil jetzt heulen wir ja den ganzen Tag, dass die Erzieherinnen so schlecht bezahlt sind. Naja gut, dann bezahlen wir sie besser, aber dann müssen wir alle mehr Steuern aufbringen und länger arbeiten, um diese Erzieherinnen und Erzieher zu bezahlen. Also insofern halte ich es in dem Kontext auch da, wäre die Hypothese, nur eine erzieherisch-egalitäre Variante, also dass man ganz klar macht, das ist eine Pflicht, die jeden Staatsbürger trifft, wie der Militärdienst in der Schweiz oder wie früher hier der Zivildienst, das trifft jeden und das macht von niemandem halt keiner Gehaltsgruppe, dann glaube ich, wird eine andere, da steckt dann auch eine andere Solidaritätsvorstellung dahinter, anstatt es als Armenfürsorgeinstrument zu konzipieren. Was ich behalte, ist, dass wir ein kulturelles Problem haben. Ja. Aber das kulturelle Problem könnte ich auch ein Bewusstseinsproblem nennen. Weil wir müssen wirklich einen Riesensprung machen und ein ganz anderes Bewusstsein entwickeln. Und darum, das habe ich jetzt verstanden, aber ich habe das Gefühl, da habe ich noch sehr viel zu tun. Und ich muss eigentlich alles lesen, was Sie geschrieben haben, um das langsam zu verarbeiten. Wirklich, ich bin ganz ehrlich, ich werde alles lesen. Du hast vorher von dem hegemonialen Projekt gesprochen, wo die Linke quasi kein Gegenprojekt dazu hat. Und wenn man sich dieses hegemoniale Projekt anschaut, dann kann man das ja auf einen Kernbegriff reduzieren. Das heißt, Konkurrenz ist gut, Marktwirtschaft ist gut und vor allem Konkurrenz und Wettbewerb ist gut. Du hast ja vorhin Wolfgang Abendroth zitiert, das war ja noch aus der Zeit, wo wir über die Demokratisierung der Wirtschaft gesprochen haben. Heute reden wir ja über die Verwirtschaftlichung der Gesellschaft. Das heißt, das Konkurrenzprinzip soll über die gesamte Gesellschaft hinweg durchgesetzt werden. Darf ich bitte noch mal erklären, wer Wolfgang Abendroth ist, weil das wissen vielleicht nicht mehr alle. Achso, ja. Überlasse ich dir dann. Ganz kurz dazu noch. Entschuldigung, wenn jetzt wir über Konkurrenz reden und Wettbewerb, dann finden wir das natürlich alle schlimm, ist nicht gut. Trotzdem würde ich sagen, wird die Mehrheit der hier Anwesenden bei Amazon kaufen und nicht mehr im Buchladen nebenan oder in der Stadt. Der Amazon mit seiner wirtschaftlichen Macht hat den Streit von Verdi, der Paketaussteller, kaputt gemacht, indem er gesagt hat, liebe Post, wenn du höhere Preise verlangst, weil du höhere Löhne zahlst, dann gehe ich halt nicht mehr zu dir bei DHL, sondern kaufe mir meinen Paketdienst woanders ein. Das heißt also, dieses Wettbewerbsprinzip ist nicht nur ein großes Prinzip, das irgendwie wirkt, sondern das wirkt alltäglich. Mit jeder persönlichen Entscheidung, die wir heute treffen, ob wir da einkaufen oder dort einkaufen, tragen wir dieses Wettbewerbsprinzip mit. Und was mir eigentlich fehlt, und jetzt komme ich auf den Kern meiner Frage, was setzt du dagegen? Ich meine, solange wir nicht die Kraft haben zu sagen, wir nehmen bestimmte gesellschaftliche Bereiche aus dem Wettbewerb raus, auch wenn wir vielleicht wissen, dass wir dann in der Effektivität eventuell runtergehen, dann werden wir nicht weiterkommen. Also das zentrale Thema ist wirklich zu sein, den Kern der neoliberalen Ideologie anzugreifen, zu sagen, Wettbewerb ist gut und zwar überall in der Gesellschaft. Also ich würde sagen, kann ich mich 100% anschließen. Also das war jetzt vielleicht ein bisschen unklar in meinen Ausführungen vorhin, aber
auch mit der Hypothese, egal ob das jetzt ein Zivildienst oder was auch immer ist, also ich denke, oder ob wir für Arbeitszeitverkürzung, die Hypothese dahinter ist, glaube ich, immer, dass man den Herrschaftsbereich dieses Wettbewerbs- und Konkurrenzprinzips versucht einzuschränken. Das ist ja quasi schon eine Defensivposition im Vergleich mit einer revolutionären marxistischen Position. Die haben wir ja jetzt quasi eingeklammert. Ja? Wohin man eigentlich will und wie wirklich eine klassenlose Gesellschaft aussieht, darüber wissen wir wahrscheinlich noch weniger. Ja? Und insofern taktisch könnte man natürlich tatsächlich sagen, welche Bereiche müssten möglicherweise rausgenommen werden per Gesetzgebung, per Verbot, per was auch immer, per Enteignung. Da gibt es ja tausende von juristischen Instrumentalien, wie man das machen kann. Also insofern würde ich sagen, das ist eine richtige Relativierung. Natürlich entscheidet nicht alles die Kultur. Ja? Also nicht, es entscheidet nicht dadurch, weil wir morgens aufwachen und andere Menschen geworden sind, haben wir noch nicht dieses Amazon-Ding, dieses Problem aus der Welt geschaffen. Amazon ist insofern ein gutes Beispiel, als man, glaube ich, die Leute von der, als es eben nicht ausreicht, diesen grünen Lieblingsdiskurs des verantwortungsbewussten Konsums, also den für Politik zu halten, das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Und stattdessen ist natürlich, würde ich da sagen, das ist eine klassische gesetzgeberische Aufgabe, dass man sagt, bestimmte Formen des Wirtschaftens, die wirtschaftliche oder Handelsstrukturen kaputt machen, die wir für wichtig für eine Gesellschaft halten, müssen, naja, da kann man dann eine Skala von behindern, einschränken, besteuern, Leben schwer machen, bis verbieten oder enteignen oder was auch immer. Also das ist ja quasi, da kann man ja verschiedene Instrumente ausprobieren und dann schauen, reicht oder reicht noch nicht. Ja. Mhm. Ich wollte mich auch bedanken, weil Sie die wirtschaftliche und die kulturelle Seite zusammengebracht haben. Und ich möchte dazu bestätigen, dass auf der kulturellen und auch intellektuellen Ebene genau das Gleiche passiert, was in der Wirtschaft passiert, nämlich dass es da eine bestimmte Norm gibt, die akzeptiert wird und der Rest wird ausgespart. Und ich hätte gerne, bevor ich jetzt noch länger rede, ich hätte gerne eine Handlung gesetzt, in dem Leute, die auf dem kulturellen und intellektuellen Bereich es anders gestalten wollen, dass die sich zusammenfinden und einen Arbeitskreis machen oder irgendwas, weil ich zwar mich anders verhalte, aber als Einzelne, das geht nur in einem Kollektiv, um das Bewusstsein zu verändern, und wir hätten eine ungeheure Kraft, das Bewusstsein zu verändern, wenn wir in der Öffentlichkeit erscheinen. Noch darüber diskutieren, müssen alle, egal Journalisten, Künstler, Wissenschaftler, unter einer Fahne marschieren, oder ist das eine Sache, die jede Berufsgruppe für sich selber regeln sollte? Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn das quasi sprachenübergreifend zu einem Problem gemacht würde. Und da würde ich sagen, jetzt insbesondere was die Niedriglohnproblematik von also prekär beschäftigten Intellektuellen betrifft, das ist natürlich ein Diskurs, der sich A mit der Grundeinkommensthematik verbinden lässt, aber das ist natürlich schon wieder gefährlich, weil das dann entlastet, ein Entlastungsdiskurs für die kulturellen Apparate ist, weil taktisch muss man ja erst einmal fordern, dass seriöse Honorare gezahlt werden, also was Zeilenhonorare für Journalisten betrifft, was die erbärmlichste Geschichte, die, was weiß ich, Sachen, die ich machen muss an der Universität, also Gratislehre für Habilitierte. Also es gibt sozusagen groteske Formen von Praktiken in Deutschland, von denen Leute gar nichts wissen. Also wenn ich Leuten erzähle, dass ich als Privatdozent umsonst unterrichten muss an der Hochschule, dann lächeln alle und sagen, entweder sagen sie, du spinnst, das glaube ich nicht, oder sie lächeln und wollen dann das Thema wechseln, weil es ist so grotesk, und es gibt es auch nur in Deutschland, dieses Phänomen, dass es ist so weit weg von allem Vorstellbaren, dass die Leute es letztlich nicht glauben. Also sie hören es und glauben es aber nicht, dass es so etwas gibt. Ja? Genau das gleiche Volkshochschulsätze, wo ich ja auch unterrichte, das sind Dinge, die seit Menschengedenken nicht mehr den normalen Lebenshaltungskosten angepasst wurden. Also man könnte unendlich... ja, oder Deutsch, ja, also... Egal was man nimmt, die gesamten Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter leben halt natürlich materiell unter extrem ungünstigen Bedingungen. Und da denke ich, ist natürlich eine Form der Solidarisierung der Prekären wahrscheinlich ein ganz interessanter. Insofern ist das, glaube ich, eine gute Initiative. Ganz aus meiner Erfahrung, gerade im politischen Parteien sieht man es. Es geht bei den Parteien unter den Mitgliedern selber
gar nicht um die Sache. Es geht dort auch nur um Machtkämpfe. Wer ist stärker? Wer kommt dran? Und ja, ich bin Maler. Ich sehe in den Künstlervereinen, es geht dort auch um Machtkämpfe. Wer ist der Beste? Wer ist der Größte? Wer? Und ja, die Ideen sind alle gut, aber wie kann man Politiker finden oder Leute finden, die überhaupt willig sind, Politiker zu sein, die auch das Gemeinwohl wollen? In Landsberg am Lech, wo ich wohne, das sind 30 Stadträte, es gibt nur einen, den ich respektieren kann. Oder in dem Parlament nur Sven Giegold. Aber wir brauchen mehr von diesen Leuten in der Politik. Wie kann man das schaffen? Darauf habe ich eine ganz einfache Antwort. Meine eigentliche Grundhypothese ist ja eigentlich, das habe ich für politische Systeme aufgestellt, dass ich die hundertprozentige Strukturidentität von politischen Formen und politischen Inhalten behaupte. Ja? Das heißt, entdemokratisierende Politikgehalte produzieren automatisch postdemokratische, technokratische, halbfaschistische Systeme. Das kann man genauso auf die Frage der Arbeit in politischen und anderen Apparaten anwenden. Das heißt, je schlechter die Arbeitsbedingungen in den gesellschaftlichen Hegemonieapparaten, also in den Gewerkschaften, in den Parteien, an den Universitäten, in den Redaktionen, im Rundfunk und so weiter. Das heißt, je mehr persönliche Opfer eine oder einer bringen muss, um seinen Traum davon für das Gemeinwohl tätig zu sein, zu verwirklichen, desto schlechter wird natürlich auch die Politik sein oder die Kultur, die er produziert. Das ist doch völlig logisch, das ist sozusagen ein mathematisches Gesetz. Das heißt, ich habe noch niemanden getroffen, also von den Freunden und Freundinnen von mir, die es in Professuren oder an höhere leitende Funktionen im Hegemonieapparat geschafft haben, die nicht strukturell depressiv sind, die nicht unglücklich sind. Doch keinen einzigen. Ich habe doch keinen einzigen getroffen, der zufrieden mit seinem Leben ist. Keinen, der dir nicht die Ohren voll heult, wie anstrengend dieses Leben ist. Keinen, der dir nicht die Ohren voll heult, wie viele Kompromisse er machen muss, wie viele Kröten er schlucken muss und so weiter. Deswegen die eigentliche Aufgabe, also um jetzt meine Hypothese mit der Kulturrevolution nochmal zu untermalen. Die Kulturrevolution ist nicht nur eine Frage der inhaltlichen Arbeit von Aktivisten und Intellektuellen, sondern es ist eine Frage der Änderung der Arbeitsbedingungen in den Funktionärsapparaten. Das heißt, dann und nur dann, wenn ich eine Parteikarriere machen kann, ja, in der SPD, bei den Grünen, in der Linkspartei oder wo auch immer, ohne mich selbst zu verleugnen, ohne meinen Wunsch nach einer Familie aufzugeben, ohne den Wunsch nach sinnvollen Tätigkeiten außerhalb dieses Arbeitslebens aufgeben zu müssen, dann, wenn ich das erreiche, ja, dann kriegen wir auch eine andere Politik, weil ich behaupte, die Motivation, das ist ja meine Grundsatzbehauptung, die eigentliche innere Motivation der Einzelnen in der Gesellschaft ist nicht knapp, ja, die ist massenhaft in den Einzelnen vorhanden. Es gibt unendlich viele progressive Energien, nicht nur in Südeuropa bei den Totalverarmten, ja, an der Peripherie, sondern auch in Deutschland. Es ist nur nicht in eine Biografie übersetzbar. Das heißt, unser eigentliches Problem ist in der Gesellschaft, um es zuzuspitzen auf diese Grundsatzhypothese, die was mit dem Problem der Arbeitsverhältnisse zu tun hat, das eigentliche Problem ist, wie kann man eine vorausgesetzte oder real existierende Motivation, sich sinnvoll, solidarisch, intellektuell, politisch, sozial zu betätigen, wie ist die in eine stabile bürgerliche Biografie umzusetzen? Und die Veränderung aller unserer Arbeitsverhältnisse der letzten 30 Jahre, deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass wir in einer rechtsgerichteten Gesellschaft leben, ist eben die Subsistenzmittel, allen, die das wollen, abzuschneiden. Deswegen haben wir eine Segmentierung der Gesellschaft, wir haben frustrierte, herrschende Eliten, gutwillige sogar, ja, sie haben zwei Namen genannt, auf der einen Seite, und wir haben sich selbst ausbeutende Aktivisten, die am Rande der Gesellschaft leben, auf der anderen Seite. Und mit diesem Zustand dürfen wir uns nicht abfinden. Ja? Wir dürfen diese Hegemonieapparate nicht sich selber überlassen und diesen deprimierten Parteibonzen, ja, oder den Unibonzen oder welche auch immer. Dieser Zustand ist falsch. Die Arbeitsverhältnisse produzieren die Welt. Aber wo fängt man an, das zu brechen? Was ist der erste Schritt? Ich denke, genau, wir müssen ein bisschen auf die Zeit auch schauen. So spannend, wir haben noch 10 Minuten. Genau, ich würde sagen, eine Runde machen wir.
Also grundsätzlich würde ich ja einen Großteil Ihres Vortrags zustimmen. Bloß mir geht es jetzt um eine kleine Zuspitzung, weil ich nicht glaube, dass die herrschende Klasse, die insgesamt gutwillig ist. Also ich habe da einen Satz zusammengeschraubt, der stammt natürlich inhaltlich nicht von mir, aber die Formulierung vielleicht doch. Und der heißt, bis zur Revolution ist ohnehin alles nur ein Kampf um die Köpfe der Leute und um progressive Reform. Also progressive Reform haben wir jetzt ja gerade in dem Vortrag genug gehört. Die Frage ist bloß, würden Sie da noch übereinstimmen, dass es im Endeffekt doch um eine soziale Revolution gehen muss, von einer strukturellen Revolution, aber auch schon um die Entmachtung der herrschenden Klasse und nicht nur in Deutschland? Ja, also wie gesagt, ich plädiere dafür, den Begriff der Revolution radikal zu entdramatisieren und ihn zu entfetischisieren. Ich glaube, darunter hat man, da verbirgt sich ein theologischer Fetisch erster Güte darunter, und zwar nicht nur bei Karl Marx, sondern auch bei sehr vielen anderen, die mit solchen Begriffen hantieren. Damit will ich nicht auf die Entschärfung von radikalen Änderungswünschen insistieren, sondern auf diesen Fetischismus hinweisen. Was wir auf dem Weg einer radikalen Gesellschaftsänderung beschließen, können wir ja jetzt noch gar nicht wissen. Was uns da noch alles einfällt, was wir alles abschaffen wollen. Ja? Zum Beispiel die Frage, wird dann möglicherweise die Frage der Verfügung über Produktionsmittel, ja? Wird dann möglicherweise eine Frage sein, die sich in einer bestimmten Schärfe gar nicht mehr stellt. Also könnte unter Umständen eine Frage sein, die sozusagen pragmatisch oder die partiell sektoral sich stellt, dass man sagt, ja, also wahrscheinlich das Geld sollte man irgendwie wahrscheinlich vergesellschaften, ist wahrscheinlich so, würde relativ vielen Leuten einleuchten. Also insofern, die demokratietheoretische Hypothese ist ganz einfach, qua Grundgesetz, wir können alles machen. Alles, was wir... Vergesellschaften des Geldes heißt Vergesellschaften des Bankenwesens, genau, oder was? Genau, des Bankenwesens zum Beispiel. Also insofern, was auch immer wir vergesellschaften wollen, ja, werden wir natürlich selbstverständlich vergesellschaften. Also insofern würde ich da sagen, das ist die, und insofern die Sache mit den Herrschern, die gefällt mir nicht, weil meine, natürlich gibt es bestimmte Klassenfraktionen, aber die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, ich habe ja erstmal bescheidener argumentiert, in dem Sinne, dass ich behaupte, unser Problem ist, dass die Kultur und die politischen und kulturellen Eliten in 30 Jahre langer Zermürbungsarbeit im Grunde genommen eine katastrophale Korruption ihres Professionsethos hinnehmen mussten. Das heißt, alle diese betroffenen Berufsgruppen, egal ob es Gewerkschafter sind, Politiker, Journalisten, Gelehrte oder wer auch immer, alle diese Leute mussten im Prinzip ein Zugeständnis nach dem anderen machen. Und zwar, das ist mein entscheidendes Argument, es gehen dabei zwei Sachen flöten. Erstens die Lebensqualität und zweitens der progressive Gehalt der eigenen Arbeit. Das muss man immer zusammen betrachten. Es ist immer, wir kämpfen immer zusammen, immer gleichzeitig um ein gutes Leben und um soziale Gerechtigkeit, um faire Arbeitsbedingungen, die verallgemeinerbar sind. Natürlich, das ist ja im Sinne der soziologischen Beschreibung, das wären dann die Leute, über die ich hier rede, die herrschende Klasse innerhalb der beherrschten Fraktion der Gesellschaft. Ja? Das ist ja wahrscheinlich Ihre Frage. Es gibt ja immer noch dann Kapitaleigner und andere. Da kann man, würde ich, relativ bescheiden sein und erstmal postulieren, die Frage, wie weit wir diese herrschenden Klassen zurückdrängen können und mit sozialen Forderungen unter Druck setzen und, sagen wir mal, ihnen Zugeständnisse abbringen, hat genau mit der politischen und kulturellen Power unseres Sets von Forderungen zu tun. Ja? Und die Tatsache, dass man im Moment da gar nichts fordern, also dass da gar nichts gefordert wird, fällt natürlich logischerweise deswegen zusammen mit einem Zustand nahezu von 100% Herrschaft der herrschenden Klassen. Ja? Aber da kann man diese Frage, glaube ich, was da mit diesen Herrschenden und das neigt aber auch so ein bisschen zum Mystizismus, die Herrschenden, weil ich würde bescheidener fragen, sollten wir nicht eher erstmal, also nicht als Alternative, nicht um alles zu entradikalisieren, sondern sollte man nicht erstmal überlegen, wie könnte man die Stellschrauben und die Anreizstrukturen gerade für jüngere Menschen der jüngeren und mittleren Generation so stellen, dass sie in allen Arbeitsbereichen, und da gehört natürlich auch Unternehmen dazu, dass sie dort auf eine Art und Weise wirken könnten, die vielleicht
ihrem politischen Gewissen und vielleicht ihrer Ideologie entspricht. Umgekehrt formuliert sollte man sollte nicht weiter hinnehmen, dass sich die Arbeitsverhältnisse in all diesen sämtlichen Arbeitsbereichen in der Gesellschaft so entwickeln, dass man irgendwann sich seine Überzeugung sonst wo hinstellen muss. Das betrifft sämtliche Arbeitsbeziehungen der Gesellschaft, ob das der Gesundheitsbereich ist, der Sozialbereich, die Unternehmen oder was auch immer. Wir sollten bloß nicht Pinochet vergessen. Ja, also ich finde deine Ausführungen, meine Thesen sehr, sehr gut, muss ich sagen. Chapeau. Ich habe eine praktische Frage. Also du kennst dich ja ein bisschen aus in der linken Szene, linken progressiven Szene in deinem Sinne auch. Siehst du da irgendwo in Deutschland Ansätze? Kannst du da ein bisschen mehr noch praktisch reden? Wie kommen wir weiter? Konkreter sozusagen. Also deine theoretischen Thesen ist okay, aber wir müssen ja weiterkommen und ich sehe die Zeit eigentlich auch reif, aber auf der anderen Seite ist es sehr segmentiert, die Szene insgesamt. Und ja, also das ist eine Frage, einfach so. Ja, also das ist, ich habe das ja glaube ich vorhin angedeutet, dass unser eigentliches Problem ist die Zersplitterung der progressiven Kräfte. Und da habe ich keine Formel dafür. Deswegen habe ich ja quasi, weil ich der Frage ausweiche, habe ich behauptet, dass im Mittelpunkt aller möglichen zukünftigen Einigungen ein Programm stehen muss. Ja? Also insofern würde ich das Pferd eben so rum aufziehen und sagen, nur wenn wir wissen würden, was wir überhaupt wollen könnten, ja, und womit wir überhaupt, warum wir überhaupt herrschen können wollen, warum wir überhaupt eine, zum Beispiel eine rot-rot-grüne Regierung haben wollten, was wir denn dann überhaupt machen würden und was wir gesellschaftlich überhaupt durchsetzen wollen könnten, nur dann hat es überhaupt einen Sinn, über sowas nachzudenken. Solange das nicht der Fall ist, glaube ich, sind es eben total uninteressante Sandkastenspiele. Also insofern würde ich auch da wieder... Also ist die praktische Frage, also das wäre das eine, die Forderung. Das andere sind natürlich Kampfformen, wo ich sagen würde, wir hatten vorhin ein Beispiel, also ich würde zum Beispiel sagen, alles was mit Streik zu tun hat, ja, heute, und das betrifft sämtliche Berufsgruppen in allen, auf allen gesellschaftlichen Segmenten, ist zum Beispiel ein interessanter Kandidat, also die Weigerung, also dass man aufhört, sich an den schlechten Zuständen pervers zu berauschen, und das Nein klar zu artikulieren, das gilt für sämtliche Berufsgruppen, das Leiden zu entprivatisieren. Das halte ich, insofern wäre der wichtigste Punkt, der vielleicht der Auftakt einer gigantischen Streikbewegung oder eines Generalstreiks oder was auch immer wäre, das betrifft sämtliche Berufsgruppen, egal ob Pfleger in Krankenhäusern oder Lehrer an Schulen oder Sozialarbeiterinnen oder ausgeburnte sonst irgendwelche Leute. Es ist völlig uninteressant, weiter diesen Diskurs der Überforderung gesellschaftlich nochmal, also die neue Untersuchung, die dann auf der Wissensseite in der Süddeutschen kommt über sozialpsychologische Burnout-Erkrankungen. Total uninteressant. Jeder weiß, wie das läuft. Es gibt überhaupt keinen Aufklärungsbedarf mehr in der Gesellschaft, sondern es geht nur noch darum, das muss aufhören. Ja? Und das heißt, da würde ich sagen, das wäre einer der ersten Schritte, denke ich, auf der aktivistischen Seite. Und dahinter, glaube ich, könnten sich schon ein heterogenes, hübsches Bündnis gruppieren. Das betrifft dann die praktischen Szenen, die dann sagen würden, nein, das muss irgendwie bestreikt. Zum Beispiel an der Hochschule, wo der mittlerweile bei den Debatten um das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz rauskam, derjenige Erwerbszweig in der Gesellschaft mit dem höchsten Prekarisierungsgrad, nämlich 86% befristete und prekäre Beschäftigung von sämtlichen Mitarbeitern an Hochschulen. Das ist ja doch relativ witzig, ja, dass diejenigen, die angeblich die Elite von morgen erziehen, der beschissenste, ja, der am groteskesten sozial inegalitäre Arbeitsbereich der gesamten Gesellschaft sind. Das ist ja unglaublich. Ja. Also die einen müssen es umsonst machen und die anderen bekommen ein reguläres Gehalt für mehr oder weniger die gleiche Arbeit. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Das heißt, die Universität wäre zum Beispiel ein sehr interessanter Kandidat, um mal richtig ordentlich bestreikt zu werden. Es gibt sehr viele Felder in der Gesellschaft, die mal wieder richtig ordentlich bestreikt gehören. Und ich glaube, innerhalb solcher Bewegungen, von großflächigen Streikbewegungen, lassen sich dann, glaube ich, konkret auch wieder interessante Bündnisse schmieden zwischen Gruppen, die vielleicht sonst nicht so gut zueinander gefunden hätten. Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt wirklich beantwortet. Dass zu einem Bündnis die Sozialdemokraten dazugehören müssten. Das ist etwas, was wir uns alle wünschen würden wohl, weil die Sozialdemokraten ja ihren Gehalt so verändert haben, dass man sie eigentlich gar nicht mehr Sozialdemokraten nennen kann. Mir fehlt dieses Vorstellungsvermögen, die jetzige SPD überhaupt noch gewinnen zu können. Und ich will das mal an einem konkreten Punkt festmachen. Wir haben ja also am 10.10. in Berlin über 200.000 Leute auf die Straße gebracht gegen TTIP. Jetzt gab es im Dezember einen SPD-Bundesparteitag. Da lagen 68 Anträge vor, aus der Basis, einer aus München auch, ein sehr guter Antrag, gegen dieses Abkommen. Was hat der Vorstand gemacht? Hat einen Initiativantrag eingebracht, der alle anderen obsolet gemacht hat. Und dieser Antrag ist mit ganz großer Mehrheit durchgegangen. Es gab dann, also als sich das abzeichnete, einen zweiten Initiativantrag der Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, der wenigstens bei den roten Linien blieb und die festklopfen wollte, die der letzte Parteitag festgelegt hat. Der wurde abgeschmiert, weil der Antrag mit Mehrheit durchgegangen ist. Ich muss sagen, also wenn die SPD nicht in der Lage ist, auf eine solche Massenbewegung, welche andere Bewegung kriegt 200.000 Leute auf die Straße heute? Das gibt es ja gar nicht. Und wenn die Partei nicht in der Lage ist, da zuzuhören, dann fehlt mir das Vorstellungsvermögen, dass das ein Bündnispartner sein könnte. Ja, das fehlt mir natürlich auch. Also ich glaube nicht, dass es hier im Raum irgendjemanden gibt, der diese Fantasie aufbringen kann. Das ist ja das Problem an allen progressiven politischen Theorien, Debatten und Diskursen, dass sie nach dem berühmten Gramsci-Bono funktionieren, Optimismus des Willens und Pessimismus des Intellekts. Das heißt, auf der Verstandesebene wissen wir alle, dass das verdammt unwahrscheinlich ist. Und wir können quasi ja nur auf der Willens- und auf der Vorstellungsebene uns andere Dinge ausdenken, wofür die möglicherweise kämpfen. Ich meine, in Frage der Sozialdemokratie, das britische Beispiel ist natürlich ganz interessant in dem Zusammenhang. Es könnte ja auch Masseneintritte in die deutsche Sozialdemokratie geben, dass sich dann die, wie in Großbritannien, dass sich dann plötzlich die zahlenmäßigen Verhältnisse zwischen New Labour, Parteisoldaten und, sagen wir mal, Linken, möglicherweise ändern. Jetzt muss man mal abwarten, was in Großbritannien daraus wird, ob das jetzt nur so eine Eintagsfliege ist, ja, mit diesen 300.000 oder wie vielen neuen Mitgliedern und ob daraus programmatisch irgendwas wird in der Partei. Also ich denke, was ich damit jetzt mit dem britischen Beispiel andeuten will, das war auch meine Behauptung vorhin. Ich behaupte, unser ein zentrales Problem ist, die Bürgerinnen und Bürger sitzen, glaube ich, alle in den Startlöchern und wollen aktiv werden. Die These. Ja, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die warten auf die richtige Form, ja, die warten auf den richtigen Verein, die warten auf die richtige Gelegenheit, sie warten auf eine aussichtsreiche Geschichte, wo sie sich engagieren würden. Und das ist, glaube ich, sagen wir mal, insofern ist das so eine Art Teufelskreis, ja, weil wenn mit Blick auf die konkrete SPD, wie sie heute ist, kann man natürlich zu extremen pessimistischen Befunden kommen. Und also ich denke, da empirisch gesehen, ja, klar, also wenn ich bei Londoner Buchmachern Geld einsetzen sollte, würde ich jetzt nicht auf die Reformfähigkeit der SPD wetten. Außen rot und innen weiß. Eine möchte ich noch, obwohl wir die Zeit schon überzogen haben. Sie haben aber auch gesagt, dass eine Mitte wird es nicht geben, also entweder rechts oder links. Und da ist mir einfach der Blick in die Geschichte auch wichtig, dass Millionen Menschen sowohl unter rechten wie unter linken Systemen gelitten haben. Und da wirkt sich, denke ich, auch die lähmende Kraft der Angst noch aus, dass eben Leute, die sagen, ich will nicht entweder rechts oder links sein, dass die gewonnen werden können, damit beizutragen, dass wir zu besseren Verhältnissen kommen. Ja, also das denke ich auch, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt der ganzen politischen Pädagogik, dass wir diese Dimensionen im Auge behalten, wobei ich, sagen wir mal, einschränkend würde ich aber sagen, die Tatsache, dass es in Europa, und da verstellt ja das deutsche Beispiel, verstellt ja völlig den Blick auf die europäischen Zahlenverhältnisse, wenn man den Aufstieg des Rechtspopulismus beschreibt. Also die Tatsache, dass es so gigantische rechtspopulistische Bewegungen gibt,
deutet ja zumindest an, dass in bestimmten Bevölkerungssegmenten es eine außerordentliche Bereitschaft für rechts gibt. Ja, also das verschwindet ja nicht aus der Welt. Ja, also insofern denke ich, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt für alle diese Überlegungen, dass man klar macht, wenn bestimmte Programmatiken im Parteienspektrum nicht vorkommen. Und wir als Linke tendieren natürlich dazu, immer nur auf der Linken dieses Problem zu sehen, die SPD und so weiter. Die Rechten haben ja alle dasselbe Problem, dass die CDU bestimmte konservativ-reaktionäre Gehalte nicht mehr vertritt. Und deswegen müssen die natürlich gucken, ja, was gibt es denn noch so im Angebot. Ja? Ja, ich möchte ganz, ganz herzlich danken euch allen und vor allen Dingen Michael Hirsch für diese wirklich lebendige Diskussion. Das Leiden entprivatisieren und vor allen Dingen allen sagen, wir wollen endlich gute Menschen sein können. Das finde ich eine tolle, revolutionäre, erbauliche These. Das Buch, warum wir eine andere Gesellschaft brauchen, ist wirklich leider jetzt nicht mehr vorhanden, aber wirklich gut und auch kurz zu lesen, kurz und knapp. Einmal, das ist dieses Exemplar, wir hätten es verlosen sollen, aber jetzt das Dicke ist noch da. Was er noch erwähnt hat, ist Karl-Heinz Roth, Manifest für ein egalitäres Europa, das ist hinten. Und Wolfgang Abendroth wurde oft erwähnt, der ist wirklich entdeckenswert, auf dem Internet ein Verfassungsdemokrat, der vor 20 Jahren, glaube ich, gestorben ist, aber doch auch interessante Spuren lässt, immer wieder auch mit dem Hinweis darauf, dass unser Grundgesetz doch auch gute Grundlagen bietet. Jetzt erstmal guten Appetit und allen einen herzlichen Dank und dir vor allen Dingen.